So, hier sind wir mit einem kurzen Tontest. Ich hoffe, nee, du bist dran. Ja, jetzt muss man auch mich hören können. Ich hoffe, das klappt. Gut. Da geht das auf jeden Fall. Gut, Einmal dann gerade den sehen wir das Monitor gleich. Wir machen jetzt reinholen. den Tontest und sind gleich wieder da. Gleich geht's los. Und da sind wir live aus der Aufsendung aus dem LWL Planetarium Münster. Da wir Plexiglas zwischen uns haben, darf ich meine Maske jetzt auch abnehmen. Oh, und krieg's wieder nicht hin. Wunderbar. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Live-Online-Vortrag zum Thema die Suche nach der rätselhaften dunklen Materie. Solange wir wegen Corona geschlossen sind, sind wir jetzt jede Woche mit einem Online-Live-Vortrag hier. Und auch nächste Woche wieder, das werde ich am Ende noch erzählen. Heute, wie gesagt, die dunkle Materie mit unserem ja, heutigen Stargast, der gar nicht von weit her kommt, sondern hier von uns selber vom Planetarium ist. Mein Kollege Tobias Jogler ist hier bei mir, 1,50 Meter mit Plexiglas dazwischen. Und Tobias ist Experte zum Thema, denn er hat früher bei verschiedenen Projekten mitgewirkt, die unter anderem auch mit der Erforschung der dunklen Materie zu tun haben. Zum Beispiel dem Fermi-Satelliten der NASA, der sogar fast dunkle Materie entdeckt hat. Nicht wirklich, aber darum, das wird vielleicht auch noch kurz erwähnt. Und bevor ich jetzt viel zu viel erzähle, nur eins vorweg, man kann im Chat, YouTube-Chat, Fragen stellen zum Vortrag, Kommentare geben. Darauf gehen wir dann am Ende des Vortrags ein. Ja, und dann würde ich sagen, Tobias, wir
wir können loslegen. Ja, auch von mir herzlichen guten Abend. Ich hoffe, Sie schauen entspannt heute zu. Der Vortrag, die Suche nach der rätselhaften dunklen Materie. Der Titel sagt, es geht um dunkle Materie. Und solche Vorträge sind natürlich ein sehr breites Gebiet, dunkle Materie. Und es ist eigentlich der Versuch, einen möglichst guten Überblick darüber zu geben, was denn diese dunkle Materie ist und was wir darüber wissen. Und deswegen fange ich auch mal an mit einer einfachen Übersicht. Also es wird heute darum gehen, erstmal, woher wissen wir denn überhaupt, dass es diese dunkle Materie gibt? Und das wird einen gewissen Anteil des Anfang des Vortrages einnehmen. Und ich hoffe, danach sind Sie auch wirklich alle überzeugt, dass es diese dunkle Materie wirklich gibt, dass es nicht einfach nur eine Idee der Wissenschaftler ist, sondern dass es da wirklich gute wissenschaftliche Gründe dafür gibt, dass wir annehmen, dass es dunkle Materie gibt. Und dann wird es auch ein bisschen um die Eigenschaften dieser dunklen Materie gehen. Das ist es nämlich, was wir immer mit rätselhaft meinen, dass wir eigentlich doch gerne noch ein bisschen mehr darüber wüssten. Und wenn wir dann das sozusagen ein bisschen beleuchtet haben, dann wird es darum gehen, wie wir denn überhaupt nach dieser dunklen Materie suchen können. Also was kann man jetzt konkret tun, um diese offenen Fragen nach den Eigenschaften der dunklen Materie zu beantworten. Dabei werden dann immer wieder auch die neuesten Erkenntnisse, Stand ja teilweise 2020, Sie haben es sicherlich alle mitbekommen, dieses Jahr war schwierig, sich zu treffen, sich auszutauschen, auch für die Wissenschaftscommunity. Deswegen sind die großen Neuigkeiten vielleicht nicht ganz so weit verbreitet worden. Oft waren doch andere Themen in den Nachrichten eher von Bedeutung. Aber Sie werden auch heute sehen, auch im Bereich der dunklen Materie gab es 2020 zumindest einige Ergebnisse, die doch sehr viel Aufmerksamkeit bekommen haben, zumindest in der Wissenschaftscommunity. Und am Ende, ganz am Ende, wird es dann auch ein bisschen darum gehen, was wird es denn noch weiter an Unternehmungen geben, um eben die Rätsel der dunklen Materie endlich zu entschlüsseln. Ja, aber fangen wir erstmal an, woher wissen wir überhaupt, dass es dunkle Materie gibt? Die Geschichte über die Entdeckung der dunklen Materie, ja, die beginnt mit zu schnellen Galaxien. Hier sehen wir jetzt ein Bild, aufgenommen vom Hubble-Teleskop, von einem Galaxienhaufen. Also diese gelben Punkte hier, die man auf dem Bild sehen kann, das sind alles Galaxien. Und Galaxien sind nicht gleichmäßig verteilt. Nein, die bilden sogenannte Strukturen in unserem Universum. Die Galaxien sind gerne beisammen. Sie bilden sogenannte Haufen. Das ist einfach eine Anhäufung von Galaxien. Und jemand, der Anfang des letzten Jahrhunderts solche Galaxienhaufen studiert hat, das war Zwicky, hier ein Bild von ihm. Und er hat dabei etwas Erstaunliches herausgefunden. Er hat nämlich die Geschwindigkeit dieser Galaxien gemessen. Und er fand heraus, dass die Galaxien eigentlich sehr schnell sind. Und dann hat er nachgerechnet und hat gesagt, na gut, diese Galaxienhaufen, dass es solche Anhäufungen gibt, die zusammenbleiben, dafür muss die Gravitationskraft stark genug sein, um diese Galaxien an den Haufen sozusagen zu binden. Das ist ähnlich wie in unserem Sonnensystem. Die Planeten haben eine gewisse Geschwindigkeit. Die Sonne hat die große Masse und zieht die Planeten an. Und die Planeten bewegen sich um die Sonne herum und können nicht weg. Zwicky fand jetzt allerdings heraus, dass die Galaxien in dem Haufen eigentlich viel zu schnell waren. Die würden nicht auf einer Bahn um das Zentrum des Haufens kreisen, sondern die müssten eigentlich wegfliegen. Das heißt, die Galaxien waren zu schnell, als dass sich überhaupt so ein Haufen lange halten könnte. Der würde einfach auseinanderfliegen. Und woher wusste er, wie schwer jetzt dieser Galaxienhaufen ist? Naja, er hat einfach die sichtbare Materie gezählt, also all diese hellen Punkte hier. Und Zwicky kam dann recht einfach zu der Schlussfolgerung, naja, diese Haufen existieren, die fliegen nicht auseinander, die Galaxien sind so schnell, die sichtbare Materie reicht nicht aus, also gibt es dunkle Materie. Materie, die wir einfach nicht sehen können und die ist deutlich mehr sogar als die sichtbare Materie und die sorgt dafür, dass die Galaxien nicht wegfliegen. Das war wirklich eine recht revolutionäre Annahme damals und sie fand leider in der Fachwelt überhaupt keine Beachtung. Das hielt man einfach nicht für weiterverfolgungswürdig erstmal. Leider ging das mit einigen von Zwickys Entdeckungen, die eigentlich sehr wegweisend waren, so. Aber heute gilt er sozusagen als der Erste, der diese Idee der dunklen Materie hatte. Sozusagen als der Urvater von der Idee der dunklen Materie. Dann etwas später, als Vera Rubin
die Rotationskurven einer Galaxie maß, da gab es dann den zweiten Hinweis darauf. Und das funktioniert so. Hier sehen wir jetzt ein Bild von einer Spiralgalaxie, wahrscheinlich ähnlich wie unserer Milchstraße. Hier ist das Zentrum der Galaxie. Und was sie tat, sie maß jetzt die Geschwindigkeit, mit der hier diese Sterne oder Sternencluster um die Galaxie rotieren. Das war nicht genau diese Galaxie, das ist jetzt hier nur als ein Beispiel gedacht. Und was sie dann gemacht hat, ist sowas aufzutragen. Sie hat einmal die Entfernung vom Zentrum der Galaxie hier aufgetragen und dann die Geschwindigkeit, mit der die Sterne oder Sternencluster oder Sternhaufen hier um das Zentrum rotieren. Und nach Newton hätte man diese gelbe Kurve hier erwartet. Das heißt also, erst nimmt die Geschwindigkeit immer zu, irgendwann dann fängt sie an abzuschwächen. Und wenn man die Galaxie hier verlässt, also rauskommt aus diesem hellen Bereich, dann geht sie immer weiter runter, weil die sichtbare Materie sozusagen, die ist ja hier konzentriert in der Galaxie. Hier draußen sind nur noch ein paar wenige Sterne, die wir eigentlich nicht mehr sehen können. Ja, diese Kurve war also das, was man erwartet hat von der Materie, die man sehen kann. Gemessen wurde allerdings die grüne Kurve hier. Das war, was man gesehen hat. Dieser Verlauf ist ganz anders als das, was man von Newton eher gewöhnt war. Und damit kam man jetzt wirklich auf die Idee, okay, da könnte ja was dran sein. Vielleicht ist da wirklich eine dunkle Materie. Und zwar wurde daraus gefolgert, aus diesem Verlauf, dass eben nicht, also hier ist ein sehr großer Unterschied zwischen der erwarteten und der beobachteten Kurve, war es auch so, dass es hieß, na gut, wenn das dunkle Materie ist, dann muss diese dunkle Materie weit über die sichtbare Galaxie hinaus verteilt sein. Man hat also hier noch mehr darüber gelernt, über die Verteilung sozusagen dieser dunkle Materiewolke oder wie man meistens im Fachbereich nennt, dem dunkle Materie-Halo. So hat das in dem Fall noch nicht wirklich jemand genannt, man war sich da auch noch recht unsicher. Die eigentlich wirklich überzeugende Messung, die kam erst danach. Hier gab es auch noch die Ideen, dass zum Beispiel das Gravitationsgesetz auf langen Abständen nicht wirklich durch Newtons Gravitationsgesetz beschrieben wird, sondern dass es eine sogenannte modifizierte newtonische Gravitationstheorie gibt. Mond nannte man die, oder Mond. Überzeugt wurde die Fachwelt allerdings dann, als dieses Bild, das ist eine Komposition des Hubble-Weltraumteleskops mit Messung des Chandra-Röntgen-Teleskops, aufgenommen wurde. Hier sehen wir das sogenannte Bullet Cluster, das sind zwei Galaxienhaufen, die durcheinander hindurchgeflogen sind. Bevor ich das genau erkläre, muss man aber erstmal verstehen, was überhaupt diese Farben bedeuten. Und dazu möchte ich kurz darauf eingehen, wie man eigentlich die Masse von so einem Cluster noch bestimmen kann, indem man eben nicht nur die hellen Punkte zählt, sondern es gibt dann noch eine andere Möglichkeit, wie man wirklich die Gesamtmasse, also egal ob ich sie sehen kann oder nicht, eines Clusters bestimmen kann. Und die geht zurück auf eine Idee von Albert Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie. Der hat nämlich erklärt, dass Licht auch durch Gravitation abgelenkt werden kann. Licht an sich hat keine Masse. Nach Newton wirkt Gravitation nur auf Massen, also auf Licht nicht. Aber Einstein beschrieb die Gravitation als eine Krümmung des Raumes. Und wenn der Raum gekrümmt wird durch eine Masse, dann muss alles der Krümmung des Raumes folgen, auch das Licht. Das heißt, nach Einsteins Theorie wurde auch das Licht von der Gravitation beeinflusst und auch das Licht wird jetzt abgelenkt. Und wenn wir jetzt hier eine weit entfernte Galaxie haben und hier zwischen uns, dem Beobachter, das ist das Auge hier dargestellt, unser Teleskop sozusagen, und hier dazwischen ist ein Galaxienhaufen, also eine große Massenansammlung, dann wird das Licht, das eigentlich jetzt hier auf geraden Bahnen, ich zeige das mal hier so mit dem Laserpointer, mit dem virtuellen, gar nicht zu uns kommen würde. Das wird jetzt durch diese Gravitationslinse, wie bei einer Lichtlinse, umgelenkt, das Licht, und erreicht uns doch. Und was wir dann sehen ist, wenn das die Galaxie genau hinter dieser Gravitationslinse ist, dann würde man einen Ring sehen, sozusagen ein Bild. Diese Galaxie würde verzerrt werden als ein Ring. Und dass das wirklich der Fall ist, das kann man zum Beispiel an diesem Hubble-Bild hier ganz gut sehen. Hier haben wir diese gelbe Galaxie, das ist die Gravitationslinse und die weiter entfernte blaue Galaxie, die wirklich hier hinten dran liegt, die bildet jetzt diesen Ring. In dem Fall ist es wirklich ein fast perfekter Ring. So einen Ring nennt man einen Einstein-Ring. In Wirklichkeit, wenn das so ein Galaxiencluster ist, also nicht eine Einzelgalaxie, die diesen Effekt hervorruft, dann sind die Bilder oft komplizierter. Auch das möchte ich Ihnen einmal zeigen. Hier auf diesem Bild sieht man solche Bögen hier. Das sind eben diese durch Gravitationslinseneffekte verzerrten Hintergrundgalaxien, die jetzt eben hier durch diese Massenansammlung verzerrt werden. Und wenn man das jetzt außen misst, wie genau die verzerrt sind und das ausrechnet, dann kann man daraus Rückschlüsse ziehen, wie viel die gesamte Masse dieser Gravitationslinse ist.
Ja, und genau das, diesen Effekt benutzt man jetzt, um herauszufinden, wie viel Masse wo ist. Und das ist eben wichtig für die Interpretation dieses Bildes, dem sogenannten Bullet Cluster. Als das rauskam, hat es wirklich die allermeisten Zweifler überzeugt, dass es wirklich hier dunkle Materie gibt. Warum war das so? Naja, wir sehen natürlich hier überall diese hellen Punkte. Das sind die Galaxien. Ein paar Vordergrundsterne, da kann man daran erkennen, dass es hier dieses Kreuz gibt. Das sind Vordergrundsterne unserer Galaxie, die interessieren nicht. Aber die ganzen anderen diffusen Punkte hier, das sind Galaxien, die zu diesem Galaxienhaufen gehören. Es ist so, diese Galaxienhaufen, die können aneinander oder durcheinander hindurchfliegen und das ist genau hier passiert. Und Galaxien an sich, ja, wenn die durcheinander hindurchfliegen, dann ist da ganz viel leerer Raum zwischen den Galaxien. Das heißt, die treffen sich eigentlich gar nicht. Die passieren sich einfach nur. Und wenn die beiden Cluster aufeinander zufliegen, und dann sich durchdringen und sich danach wieder trennen, dann ist da nicht wirklich viel passiert. Die allermeisten Galaxien sind einfach aneinander vorbeigeflogen. Aber die Galaxien, die machen eigentlich von der sichtbaren Materie nicht den Großteil der Masse dieses Galaxienclusters aus, sondern der größte Masse ist in einem ganz, ganz dünnen Gas, das zwischen den Galaxien ist. Zwischen den Galaxien ist ein ganz, ganz dünnes Gas, aber dieses Gas ist sehr heiß. Und das kann man im Röntgenbereich gut sehen. Zum Beispiel mit dem Chandra-Teleskop, das jetzt bei dieser Aufnahme verwendet wurde. Und dieses heiße Gas, das macht einen Großteil der Masse aus. Wie kann das sein, wenn es doch ein recht dünnes Medium ist? Ja? Ganz einfach, der Raum zwischen den Galaxien, selbst in so einem Galaxiencluster, ist riesig im Vergleich zu dem Volumen, das die Galaxien einnehmen. Das heißt, der allergrößte Bestandteil eines Galaxienclusters ist dieses dünne Gas, das zwischen den Galaxien verteilt ist. Und deswegen hat das auch die größte Masse. Wenn jetzt diese beiden Cluster durcheinander hindurchfliegen, dann passiert Folgendes. Die Galaxien passieren sich einfach, aber das Gas passiert sich nicht. Das Gas interagiert miteinander. Da gibt es Reibung. Und das sorgt dafür, dass das Gas hinter den Galaxien zurückbleibt. Die Galaxien fliegen durcheinander hindurch, aber das Gas, das prallt aufeinander und wird abgebremst und bleibt etwas zurück. Und das sieht man hier in dem Bild. Das Gas ist jetzt hier so rötlich, ja, fast ein bisschen pinkfarben eingefärbt. Das ist eben da, wo man das Gas sieht. Das Gas bleibt zurück, die Galaxien sind hier. An sich ist das noch das, was man erwarten würde. Jetzt ist es aber so, bei der sichtbaren Materie müsste jetzt die Gravitationslinseneffekte dort zu sehen sein, wo das Gas ist. Also hat man die Gravitationslinseneffekte in diesem ganzen Gebiet gemessen und hat sie nach der Stärke eingefärbt, und zwar blau. Das heißt, was wir jetzt hier sehen ist, die blauen Bereiche, die hier sind zum Beispiel, oder die hier sind, da sehen wir die größte Massenkonzentration, wie man das über die Gravitationslinseneffekte berechnet hat. Diese Gravitationslinseneffekte sagen uns also, da wo die Galaxien sind, ist die größte Masse. Wenn man jetzt aber nur die sichtbare Materie annimmt, dann müsste diese Gravitationseffekte da sein, wo das Gas ist. Und das Gas sehen wir im Röntgenbereich. Die einzige schlüssige Erklärung dafür ist, dass es eine weitere Materieform gibt, die wir eben nicht sehen, die dunkel ist, die dunkle Materie, und die genauso wenig wie die Galaxien miteinander wechselwirkt und sich einfach durchdringt, wenn diese beiden Cluster aufeinander prallen. Ja, das ist also die Interpretation. Das heißt, es gibt wirklich eine weitere Komponente, die dunkel ist, die wir also nicht sehen können und die auch nicht miteinander wechselwirkt oder nicht sonderlich stark das tut. Das heißt, sie durchdringt sich einfach, im Gegensatz zu dem Gas. Und als dieses Bild aufgenommen wurde und publiziert wurde dann, da war dann die Fachwelt doch sehr, sehr einig. Ein solches Verhalten kann man jetzt nicht erklären, indem man die Gravitationstheorie versucht zu modifizieren. Das funktioniert nicht mehr. Das zeigt wirklich, hier gibt es eine weitere Form der Materie, die beim Durchdringen eben nicht miteinander reagiert wie das Gas, aber die von anderen Messungen wissen wir, dass natürlich genauso verteilt ist, also diffus verteilt ist, keine Klumpen direkt in dem Fall bildet oder so wie die Galaxien und sich einfach durcheinander hindurch bewegt. Genau die Eigenschaften, wie sie der dunklen Materie zugeordnet werden. Das Bullet Cluster gilt sozusagen als die, ja, man sagt Smoking Gun, also als der wirklich richtige Beweis dafür, dass es hier dunkle Materie gibt. Allerdings sagt sie uns nicht wirklich viel über die Eigenschaften der dunklen Materie, außer dass sie eben nicht wie das Gas sich verhält, dass es keine Reibung zwischen der dunklen Materie an sich so gibt und dass es nicht möglich ist, viel mehr darüber herauszufinden, außer dass sie eben eine große Masse hat.
eine größere Masse eben als die sichtbare Materie. Etwas mehr kann man aber noch darüber lernen, wenn man eine ganz andere Methode verwendet. Und um das zu erklären, müssen wir uns mal ein bisschen mit der Entstehung des Universums beschäftigen. Hier sehen wir jetzt ein Bild über ein kosmologisches Modell. Hier ganz am Anfang, da ist der Urknall und dann fängt das Universum sich an auszudehnen, bis wir es irgendwann nach 13,77 Milliarden Jahren in unserer heutigen Zeit ankommt. Also so ungefähr 13,8 Milliarden Jahre, nehmen wir an, ist das Universum alt. Am Anfang war das Universum sehr heiß und interessant wird es nach ungefähr 380.000, die sagen jetzt hier 375.000 Jahre, schon eine sehr präzise Angabe. Da gibt es etwas, was sehr interessant ist. Denn zu diesem Zeitpunkt passiert etwas im Universum, das vorher nicht der Fall war. Das Licht entkoppelt vom Rest der Materie. Das heißt, in diesem Fall passiert Folgendes. Vorher war es so, das Licht im Universum, die Photonen, das sind die Lichtteilchen, die das Licht transportieren, die stoßen die ganze Zeit an Atomkerne und Elektronen hauptsächlich und die hauen immer wieder die Elektronen von den Atomkernen weg. Das heißt, die Materie kann sich nicht wirklich bilden, also Atome können sich noch nicht wirklich bilden, sondern nur Atomkerne und das Elektron, die bilden so ein Gas. Dafür sorgt eben das Licht. Irgendwann, weil durch die Ausdehnung wird das Ganze immer kälter, fehlt den Lichtteilchen die Energie, um jetzt die Elektronen noch von den Atomkernen zu trennen und es bilden sich zum ersten Mal neutrale Atome im Universum. Das heißt, die Elektronen werden sozusagen von den Atomkernen eingefangen. Und in dem Moment, wo das passiert, streuen noch ein letztes Mal diese Lichtteilchen, also die Photonen, mit den Elektronen und danach bewegen sie sich unabhängig von ihnen weiter fort und bilden dabei eine sogenannte Hintergrundstrahlung. Und diese Hintergrundstrahlung entsteht eben ungefähr 380.000 Jahre nach dem Urknall. Man könnte sagen, diese Hintergrundstrahlung ist sozusagen ein letztes Foto des Zustandes des Universums 380.000 Jahre nach dem Urknall. Und heute, nach weiteren ungefähr 13,8 Milliarden Jahren, kann man diese Hintergrundstrahlung messen. Und zwar ist die im Mikrowellenbereich. Und das wurde gemacht. Und hier kann man jetzt zum Beispiel sehen, wie diese Mikrowellenhintergrundstrahlung aussieht. Eigentlich ist sie sehr gleichförmig, aber wenn wir ganz, ganz genau hingucken, dann können wir kleinste Unterschiede in dieser Strahlung sehen. Und diese kleinen Unterschiede, die erzählen uns recht viel darüber, wie das Universum war, 380.000 Jahre nach dem Urknall, nicht vor dem Urknall, sondern nach dem Urknall, und natürlich auch etwas darüber, wie aus wem oder aus was für Bestandteilen das Universum denn wirklich besteht. Man muss dazu sagen, diese minimalen Unterschiede, die wir hier sehen, das sind Temperaturunterschiede in dem Gas des Universums zu dieser Zeit. Und diese Temperaturunterschiede, die sind wirklich ganz klein. Die gesamte Hintergrundstrahlung hat so eine mittlere Temperatur von 2,7 Kelvin. So. Und diese 2,7 Kelvin, unterscheiden sich minimal, je nachdem, wo ich genau hingucke. Und die Unterschiede sind nur ein Hunderttausendstel Grad. Das heißt, ein Hunderttausendstel Grad, können wir uns überlegen, das ist unvorstellbar kleiner Temperaturunterschied. Und es dauerte recht lange, bis man das so genau messen konnte. Das ist jetzt hier ein Bild des Planck-Satelliten. 2015 wurde das publiziert. Der hat das wirklich in der bis heute höchsten Präzision nachgemessen. Warum interessiert uns das jetzt? Naja, was man hier machen kann, ist, man kann schauen, wie groß ist im Mittel der Abstand zwischen zwei roten Punkten. Also rote sind heiße Punkte, blaue sind kalte. Und ich kann gucken, wie weit sind blaue Punkte voneinander entfernt. Und man kann mathematisch das so formulieren, dass man das aufträgt. Und was man dann sehen kann, ist die folgende Kurve, die wir hier sehen können. Die hat auch die Planck-Kollaboration gehabt. Man kann sehen, wie wahrscheinlich ist es, etwas zu finden in einem gewissen Abstand voneinander. Den Abstand misst man jetzt hier in Winkelgrößen, sogenannten Winkel, also in Grad. Aber das sind jetzt keine Temperaturgrad, sondern das hier sind Winkelabstände. Und dann kann man hier solche Peaks sehen. Und diese Peaks, die Höhe der Peaks, auch ihre Breite und ihr Verhältnis zueinander, die kann man auswerten und die sagen uns jetzt, aus was das Universum wirklich besteht. Wie funktioniert das? Naja, diese Winkelabstände, die sagen uns, wie groß Schallwellen sich in diesem frühen Universum, als dieses Bild entstanden ist, eben ausbreiten konnten. Da gab es dann sogenannte stehende Wellen aus der Materie und
wie, je nachdem, wie weit die sind, sagt uns das etwas über den Zustand des Universums aus und über seine Zusammensetzung. Das ist recht kompliziert, aber was wir uns wirklich eigentlich nur bemerken müssen, ist, was kann man daraus interpretieren? Und nach den neuesten Messungen besteht unser Universum eben zum Großteil aus Sachen, die wir noch nicht gut kennen. Der allergrößte Teil ist diese dunkle Energie, Dark Energy. Mehr als 2/3 unseres Universums bestehen aus der. Da möchte ich nicht so viel heute dazu sagen. Über die dunkle Energie wissen wir wirklich sehr, sehr wenig. Da haben wir noch nicht mal ein wirkliches Konzept dazu. Und deswegen wird es dunkel genannt und wir nennen sie Energy, weil wir wissen, es muss irgendwas Energieartigeres sein. Aber ganz ehrlich, ist nicht schön, als Physiker sowas sagen zu müssen, aber wir haben noch kein wirkliches Konzept, was das ist. Was wir allerdings, und das ist für unsere Sachen jetzt eher interessant, herausfinden können, ist, dass ungefähr 5%, das ist dieses gelbe Kuchenstück hier, das ist, was aus sichtbarer, gewöhnlicher Materie besteht. Das, im Englischen ist das Ordinary Matter, das heißt also gewöhnliche Materie, wie zum Beispiel hier der Computer, das Mikrofon, wie wir Menschen, oder der Tisch, das Planetarium, all das besteht aus gewöhnlicher Materie, auch die Galaxien. Und ein weitaus größerer Anteil, nämlich gut oder knapp 27%, das ist jetzt dunkle Materie. Und je nachdem, wie diese Peaks sind, wäre diese Verteilung anders gewesen. Man kann also aus dieser Messung, dieser Hintergrundstrahlung, wirklich herausfinden, wie viel dunkle Materie muss es geben. Und man kann auch sagen, diese dunkle Materie kann jetzt nicht einfach nur nicht leuchtende, normale Materie sein, sondern sie muss anders sein. Sie muss wirklich aus anderen Bestandteilen bestehen als die gewöhnliche Materie. Und das ist eigentlich schon eine sehr, sehr weitreichende Aussage, die wir machen können. Wir kommen da auch später noch mal ein bisschen dahin zurück, was man alles daraus interpretieren kann. Nun haben wir ja ein bisschen schon über die Kosmologie gesprochen, also wie sich das Universum entwickelt. Und auch daraus lässt sich einiges über dunkle Materie lernen. Und zwar ist das Universum direkt nach dem Urknall sehr eintönig. Es ist absolut homogen. Das ist dargestellt hier durch diese lila Fläche. Das heißt, am Anfang passiert nicht viel. Und wenn wir jetzt nur die Gravitation wirken lassen und eben annehmen, es gibt mehr dunkle Materie als gewöhnliche Materie und wir betrachten jetzt erstmal nur die dunkle Materie und ignorieren diesen kleinen Anteil von sichtbaren Sachen, die wir so schön sehen können, dann passiert Folgendes. Nach ungefähr 13,8 Milliarden Jahren haben nur durch die Wirkung der Gravitation die dunkle Materie solche Strukturen gebildet, wie wir hier in einer Computersimulation vom Max-Planck-Institut für Astrophysik sehen können, die sogenannte Millennium-Simulation, dann bilden sich hier solche Strukturen. Und überall da, wo es jetzt hier gelblich ist, da ist besonders viel dunkle Materie und diese dunkle Materie sorgt jetzt dafür, dass sich auch die gewöhnliche Materie an diesen Stellen sammelt und dann eben dort Dinge bildet, wie zum Beispiel Galaxien, Sterne, Planeten und schließlich auch unsere Erde, an solchen Punkten eben, wo besonders viel dunkle Materie ist. Man nennt das die Strukturentwicklung im Universum. Das heißt, dass es überhaupt so etwas gibt wie Galaxien und wie die Galaxien verteilt werden, das wird bestimmt durch die Gravitationskraft und durch die dunkle Materie. Jetzt kann man das versuchen zu vergleichen und wenn wir das Universum durchmustern mit Teleskopen und schauen, wie sind denn die Galaxien verteilt, also wie sind Galaxien angeordnet im Universum, dann kann man eben schauen, gibt es hier wirklich solche filamentartige Strukturen und solche leeren Räume dazwischen und stimmt das mit unseren Simulationen überein, wenn wir einfach nur annehmen, so viel dunkle Materie gibt es und dann die sozusagen einfach nur der Gravitation aussetzen. Und hier ist als ein Beispiel gemacht, gibt noch viel, viel mehr davon, wo man mal so eine Verteilung von Galaxien sieht und hier in der Mitte sieht man, da gibt es ziemlich wenige, das liegt daran, dass es ein sogenanntes galaktisches Koordinatensystem. Das heißt, hier liegt unsere eigene Galaxie drin, also unsere Milchstraßenband, das liegt hier im Zentrum. Und durch unsere Milchstraße, da ist viel Staub drin, da kann man entfernte Galaxien schlecht sehen. Das heißt also, dass es hier so eine komische Struktur gibt, in Anführungszeichen komisch, die liegt einfach nur daran, an der Beobachtungsmethode. Wir können nicht durch unsere Galaxie ferne Galaxien sehen. Aber hier oben, das funktioniert ganz gut. Und hier kann man schon sehen, hier gibt es durchaus solche Linienstrukturen, solche leeren Räume und so weiter. Das ist jetzt in dem Fall nur für eine bestimmte Entfernung gedacht. Das kann man mit vielen verschiedenen vergleichen. Wir sind noch nicht so gut, dass wir das wirklich so präzise simulieren können, um da
Präzisionsvergleich natürlich anzuschließen. Das ist eine Hoffnung, dass man da sowas vielleicht irgendwann mal tun kann. Aber was wir auf jeden Fall schon sehen können, die Strukturen, die wir im Universum beobachten, sind schon filamentartig. Wir haben eben sowas wie Galaxienhaufen und die Galaxienhaufen bilden aufgereiht aneinander dann Filamentstrukturen und dazwischen gibt es große leere Räume. Genauso wie das eben hier in diesen Simulationen zu sehen war. Das heißt, auch die Strukturentwicklung im Universum zeigt uns, dass es sowas wie dunkle Materie geben muss. Das hilft uns also sozusagen zu erkennen, okay, es gibt ganz, ganz viele Hinweise darauf, dass es eben dunkle Materie geben muss. Und all diese Sachen, ob ich jetzt eben die Fluchtgeschwindigkeit von Galaxien in Galaxienhaufen messe, die Rotationskurve von unserer Galaxie oder von anderen Galaxien hin, das ist eine ganz andere Messung als die Hintergrundstrahlung zu analysieren, wo andere Dinge angefragt werden. Oder dann eben das Bullet Cluster, was nochmal andere Methoden benutzt. All die weisen eben auf die Existenz dieser dunklen Materie hin. Gut, jetzt hoffe ich mal, dass wir da schon einiges an Argumenten gesehen haben, warum es dunkle Materie geben sollte in unserem Universum. Die Frage ist jetzt, was ist denn diese dunkle Materie aber? So ein bisschen wurde es ja schon angedeutet, aber es sind natürlich so Fragen, naja, ziehen wir mal ein bisschen Resümee, was wissen wir jetzt über die dunkle Materie? Also, wir wissen, dass die dunkle Materie bereits einen großen Einfluss hatte im frühen Universum. Wir haben sie ja in der Hintergrundstrahlung gesehen. Aber wann ist es denn ungefähr entstanden? Na, wann genau, das wissen wir natürlich nicht, aber die Theorien, die wir momentan haben, sagen, dass sie sehr, sehr früh im Universum entstanden sein muss. Also sie muss von Anfang an eigentlich da gewesen sein, ganz, ganz kurz nach dem Urknall. Was das heißt, habe ich mir hier so in einer physikalischen Zahl ausgedrückt, so 10 hoch minus 36 Sekunden nach dem Urknall, vielleicht auch sind es auch 10 hoch minus 20 Sekunden, aber eben in dem ersten Bruchteil nach dem Urknall, im ersten Sekundenbruchteil nach dem Urknall muss diese dunkle Materie entstanden sein. Das wissen wir eben aus den Messungen der Hintergrundstrahlung. Sie muss bereits am Anfang da gewesen sein. Wir wissen auch, dass die dunkle Materie eben einen Großteil der Materie im Universum ausmacht. Sowohl von den Messungen des Bullet Clusters als auch von den Galaxienhaufen. Und am präzisesten, mit einer richtig guten Zahl versehen, kann man das dann mit der Hintergrundstrahlung. Das heißt, es gibt deutlich mehr dunkle Materie als sichtbare Materie. Und wir haben auch gesehen, dass sie eben verantwortlich ist für das Entstehen von Galaxien und Galaxienhaufen und überhaupt aller Struktur im Universum. Gäbe es gar keine dunkle Materie, dann hätte sich sowas wie eine Galaxie wahrscheinlich bis heute noch gar nicht gebilden können. Das würde auch bedeuten, wir selbst wären noch überhaupt nicht da, weil es gibt keine Erde und unsere Galaxie gibt es nicht und dann gibt es natürlich auch noch keine Menschen. Das heißt, die dunkle Materie ist sozusagen wirklich eine Art Geburtshelfer für die Entstehung von allen Strukturen, also den Galaxien. Und damit ist die dunkle Materie auch damit verantwortlich, in Anführungszeichen, dass es sowas wie uns Menschen überhaupt geben kann. Was wir auch gesehen haben schon, oder was wir wissen und ableiten können, ist, dass die dunkle Materie aber sich anders verhält als das, was wir als normale Materie sehen können. Klar, sie strahlt kein Licht aus. Wenn sie kein Licht ausstrahlt und auch kein Licht absorbiert, das heißt, sie darf keine elektrische Ladung tragen. Das ist ganz wichtig in dem Fall. Aber wir wissen auch, sie wechselwirkt auch nicht anders mit der Materie. Jetzt kann man oft lesen, sie würde gar nicht wechselwirken. Das stimmt aber nicht, denn zumindest an der Gravitationskraft nimmt sie ja teil. Sie übt die Gravitationskraft aus, haben wir jetzt in allen Beispielen gesehen. Also die gravitative Kraft ist schon da. Aber außer der Gravitationskraft kann sie nur ganz, ganz selten oder fast gar nicht mit der gewöhnlichen Materie wechselwirken. Dazu werden wir gleich noch ein bisschen mehr sehen. Aber auch eine Sache, die immer wieder spannend ist, ist natürlich, die dunkle Materie ist überall. Wir haben sie überall eigentlich gesehen. Es gibt sie nicht nur am Anfang vom Universum, es gibt sie nicht nur in den Galaxienhaufen in unserer Galaxie, es gibt sie überall. Auch hier im Planetarium, wo wir gerade den Vortrag hier halten, aber bei Ihnen zu Hause auf der Couch oder vor am Schreibtisch oder wo auch immer Sie uns hier folgen, auch dort umgibt sie die dunkle Materie. Die tut uns überhaupt nichts, die ist überhaupt nicht schlimm für uns, denn sie wechselwirkt ja gar nicht mit uns. Aber sie ist da und sie spielt auf den großen Skalen eben eine große Bedeutung. Gut, um ein bisschen mehr darüber zu verstehen, wie das funktioniert mit der dunklen Materie und was der Unterschied ist zu unserer, ja, wie ich es jetzt immer genannt habe, gewöhnlichen Materie, also das, was wir kennen, müssen wir ein bisschen uns anschauen, wie die normale Materie aufgebaut ist. Hier ist jetzt mal so ein einfachstes Schema eines Atoms gezeigt. In der Mitte habe ich einen Atomkern
und darum schwirren Elektronen, das ist jetzt so das Bohrsche Atommodell, ist ein bisschen anschaulicher. In Wirklichkeit wären das jetzt hier solche Orbitale von den Elektronen. Aber für den anschaulichen Vortrag reicht das hier, dass wir das eher in der Bohrschen Darstellung nehmen. Das heißt also, wir haben eine Elektronenhülle und wir haben einen Kern darüber. Das bilden die Atome. Der Atomkern jetzt, der besteht wieder aus zwei Teilchen, aus Neutronen und aus Protonen. Protonen sind positiv geladene Teilchen, Neutronen sind elektrisch neutrale Teilchen. Und diese Protonen und Neutronen, die bestehen jetzt wieder aus sogenannten Quarks. Quarks, das sind wirkliche Elementarteilchen, die sind nicht weiter zusammengesetzt, zumindest nach unserem heutigen Erkenntnisstand. Diese Quarks sind wirklich punktförmige Teilchen und drei von diesen Quarks bilden jetzt immer eins dieser entweder Neutronen oder Protonen. Es gibt zwei Arten hiervon, die Up-Quarks und die Down-Quarks. Und die normale Materie, in Anführungszeichen, aus der die meisten Sachen in unserem Universum bestehen, eben Neutronen und Protonen, die bestehen eben entweder aus zwei Up-Quarks und einem Down-Quark oder aus zwei Down-Quarks und einem Up-Quark. Und zusätzlich gibt es noch die Elektronen. Die Elektronen sind auch Elementarteilchen. Das heißt, der Aufbau der Materie wird in der Teilchenphysik durch sogenannte Elementarteilchen beschrieben. Das heißt, die Elementarteilchen können sich zusammensetzen zu weiteren Teilchen. Zusammengesetzte Teilchen, die können sich dann wieder weiter zusammensetzen und die bilden dann irgendwann die Atomkerne und zusammen bilden dann das Atom. Ja, und die Kräfte zwischen diesen Quarks, das sind die starken Kernkräfte, und die Kräfte zwischen den Elektronen und den Kern hier, das sind die elektrischen Kräfte, und dann gibt es noch die sogenannte schwache Kraft. Die wird auch noch eine gewisse Rolle spielen. So, das ist eigentlich, wie unsere normale Materie aufgebaut ist. Das heißt, in der Physik ist es immer so, wir haben wenige Grundbausteine, die Elementarteilchen, und die Kombination dieser Elementarteilchen, die sorgt dann für die gesamte Komplexität, ja, was sich daraus erzeugen kann. Also mit nur Neutronen und Protonen, die aus zwei weiteren kleinen Teilchen bestehen, erzeuge ich alle möglichen Arten von Atomkernen und die bilden dann das Periodensystem der Elemente, die ja doch recht viele chemische Elemente schon enthalten. Diese vielen chemischen Elemente können dann all die anderen Sachen erzeugen. Was ist jetzt die dunkle Materie da drin? Wo kommt die hier vor? Ja? Also eine Sache, die ich noch gerne erwähnen würde, ist hier, man nennt diese Teilchen hier, die eben die Atomkerne binden, die nennen wir in der Fachsprache immer Baryonen. Ja? Also man spricht dann von sogenannter baryonischer Materie. Falls Sie mal einen Artikel irgendwie über dunkle Materie lesen in einem der schon eher Fachblätter, Spektrum der Wissenschaft oder so, da wird dann manchmal von baryonischer Materie oder sowas gesprochen, die meint das hier. Das heißt nichts anderes als das ist die gewöhnliche Materie, die wir haben. Der andere Begriff, der noch manchmal vorkommt, das sind die Elektronen und ähnliche Teilchen, die heißen Leptonen. Das ist aber alles gewöhnliche Materie. Was passiert jetzt mit der dunklen Materie? Ist die dunkle Materie jetzt auch ein Teilchen? Und wenn ja, was für eins? Das ist so eine Frage. Naja, die dunkle Materie, am Anfang zum Beispiel wurde gesagt, naja, vielleicht ist es ja auch einfach schwarze Löcher. Aber schwarze Löcher, naja, könnte sein. Aber die leuchten eigentlich auch, weil schwarze Löcher, in die fällt andere Materie hinein. Und wenn die Materie hineinfällt, dann fängt die an zu strahlen, die heizt sich auf. Die kann man eigentlich ganz gut sehen, diese schwarzen Löcher. Nicht das schwarze Loch selbst, aber die Materie, die um es herum kreist, die kann man eigentlich ganz gut sehen. Dann waren andere Vorschläge einfach irgendwelche anderen dunklen Objekte, zum Beispiel Planeten. Planeten reflektieren nur Licht. Wenn kein Licht da ist, reflektiert der Planet auch kein Licht und dann könnte das ja auch dunkle Materie sein. Und eine andere Erklärung war einfach, wenn das nicht so ein richtiges Objekt sein sollte, dann könnte es ja Staub sein. Also hier sehen wir so ein Galaxienbild wieder und diese dunklen Bahnen hier, das sind Staubbänder. Staub ist ganz wichtig, der ist für die Sternentstehung wichtig, aber auch für die Entstehung von Planeten wichtig. Staub reflektiert auch nur Licht. Also kann die dunkle Materie einfach gewöhnliche Materie sein, die nur dunkel ist? Nein, das geht eben nicht. Wir haben es ja schon gehört, die Hintergrundstrahlung, also die Messung aus dieser Hintergrundstrahlung, die besagt nämlich, dass es keine baryonische Materie sein kann. Warum nicht? Naja, die baryonische Materie, die sorgt eben für gewisse Größenordnungen von diesen Temperaturfluktuationen in der Hintergrundstrahlung und die würde anders aussehen, wenn die dunkle Materie baryonisch wäre. Also das kann nicht sein. Es muss wirklich etwas sein, was eben nicht aus diesen kleinsten Bestandteilen, die wir jetzt gerade aufgeführt haben, bestehen. Also das kann nicht aus Quarks bestehen. Ganz egal. Und all diese Sachen, naja, bei den schwarzen Löchern kann man diskutieren, aber was da reingefallen ist, hatte mal aus Quarks bestanden. All die sind jetzt sozusagen ausgeschlossen. Das kann es nicht sein. Also es kann nicht einfach nur nicht leuchtende Materie, gewöhnliche Materie sein, sondern es muss wirklich etwas ganz anderes sein. Und dann bleibt natürlich die Frage, okay,
Es muss eine neue Form der Materie sein, aber wie könnte die aussehen? Also hier so wieder violett dargestellt, irgendwie ist dunkle Materie in meinen Darstellungen meistens violett. Das könnte auch eine andere Farbe natürlich sein. Aber wir wissen nicht, was für ein Teilchen es ist. Also es gibt ja verschiedene Modelle dafür, aber eine der Fragen ist natürlich, was für ein Teilchen muss es sein? Wir wissen eben, dass diese Teilchen nur selten mit normaler Materie wechselwirken dürfen und sie dürfen deswegen zum Beispiel weder elektrisch geladen sein, noch dürfen so starke Kernkräfte dafür empfänglich sein, dass wenn, also die Quarks, die brauchen dann so eine Art Farbladung, nennt man das dafür, auch die dürfte nicht sein. Sie dürften, wenn maximal, an der schwachen Wechselwirkung teilnehmen. Und im sogenannten Standardmodell der Elementarteilchen, da gibt es jetzt ein Teilchen, das diese Eigenschaften eigentlich zum erfüllt. Und das ist das sogenannte Neutrino. Neutrino hat keine elektrische Ladung und es hat nur eine sehr geringe Wechselwirkung mit Materie. Es nimmt nur an der schwachen Wechselwirkung mit. Neutrinos wurden von Pauli vorhergesagt als Teilchen. Und man wusste recht bald, dass es diese Teilchen auch wirklich gab. Sie werden nämlich in extremst großen Mengen einmal in der Sonne zum Beispiel erzeugt, durch die Kernfusion, in dem Atomkerne verschmolzen werden zu schwereren Kernen, aber auch in Kernreaktoren, also in den Kernkraftwerken, werden Antineutrinos ganz viel erzeugt. Und weil die Milliarden von diesen Neutrinos erzeugen und obwohl sie dann so selten wechselwirken, kann man sie trotzdem nachweisen. Also wir kannten die Neutrinos schon und jetzt ist ja eine Frage, naja, diese Neutrinos könnten die dunkle Materie sein. Wir wissen nicht genau, wie groß die Masse von Neutrinos ist. Lange Zeit dachte man, sie wären auch masselos. Heute wissen wir, das ist nicht der Fall. Aber sie haben eine sehr, 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 sehr kleine Masse. Das wissen wir. Und das führt zu einem Problem. Weil wenn Teilchen eine sehr, sehr geringe Masse haben, dann würden sie, wenn sie die dunkle Materie machen sollten, würden die eine sehr, sehr hohe Geschwindigkeit aufweisen. Und wenn sie eine sehr, sehr hohe Geschwindigkeit aufweisen und eben ein Großteil des Bestandteils des Universums sind, dann würden die dafür sorgen, dass, wenn sich das Universum entwickelt, die Strukturen viel langsamer entstehen als jetzt. Sie würden nämlich durch ihre gravitative Wirkung und durch die hohe Geschwindigkeitsverteilung dafür sorgen, dass die Strukturen sozusagen etwas ausgewaschen werden. Und das können wir jetzt hier mal in diesem Video anschauen. Also hier auf der linken Seite ist sogenannte kalte dunkle Materie gezeigt. Das heißt also wenige Teilchen, die sehr schwer sind, aber sich langsam bewegen. Während auf der rechten Seite jetzt warme dunkle Materie gezeigt wird, also dunkle Materie, die sich sehr schnell bewegt. Das nennt man warme dunkle Materie, kommt davor, dass warmes Gas eine höhere Molekülgeschwindigkeit hat oder Gasatomgeschwindigkeit hat und ist vielleicht nicht ganz intuitiv. Was man sich merken kann, ist einfach, hier ist eine langsam sich bewegende, wenige schwere Teilchen, hier sind viele schnell bewegende Teilchen da. Und jetzt klicke ich einmal drauf. Einmal noch kurz umschalten. So. Und jetzt sieht man hier, was passiert. Auf der linken Seite bilden sich sehr schnell Strukturen und die verdichten sich immer mehr. Ich sehe die Sachen. Und hier auf der rechten Seite dauert das viel länger. Also was im Hintergrund abläuft, ist die Zeit. Und man kann sehen, hier bilden sich schon viel mehr kleinere Punkte und das sind jetzt Galaxien oder Galaxienhaufen. Und hier bewegen sich andere Galaxien da drumherum, während das hier deutlich langsamer abläuft. Das ist jetzt nur eine mögliche Simulation, die ich hier zeigen wollte, aber allgemein kann man einfach sehen, wenn die Neutrinos wirklich diesen Großteil der dunklen Materie bilden würden, hier, das ist die Kooperation, die das Video erstellt hat auch, dann ist das eine Sache, wo man sagen muss, wir würden heute nicht so viele Galaxien und nicht so viele Galaxienhaufen sehen. Die werden jetzt wahrscheinlich erst in der Entstehung, würden sich jetzt erst richtig formen. Das heißt, das passt nicht wirklich mit unseren Beobachtungen überein. Und deswegen können die Neutrinos, wenn überhaupt, nur einen sehr kleinen Anteil der dunklen Materie ausmachen. Sondern der Großteil der dunklen Materie, nimmt man heute an, muss durch kalte dunkle Materie ausgelöst werden. Also Teilchen, die schwerer sind als die Neutrinos, deutlich schwerer, mehr Masse haben und sich langsamer bewegen. Sonst würden wir wirklich Probleme bekommen, irgendwie unser doch ja sehr strukturhaftes Universum heute zu beschreiben. So. Und diese Teilchen, die nennt man, diese kalte dunkle Materie, die nennt man oft WIMPs. Das steht für das Englische Weakly Interacting Massive Particles, das heißt schwach wechselwirkende massive Teilchen.
Das ist eine recht gute Beschreibung des Teilchens und weil das immer natürlich zu lang ist, das immer zu sagen, kürzt man das ab mit WIMPs. Zusammengefasst, die haben keine elektrische Ladung, sonst würde man sie ja sehen können. Sie besitzen allerdings eine Masse, die in der Regel von den meisten Theorien angenommen wird, dass sie sehr hoch ist. Sie entstehen in der Frühzeit des Universums und wenn sie früh entstehen, aber eine hohe Masse haben, dann ist es eben kalte, dunkle Materie. Das heißt, sie bewegen sich langsam. Sie wechselwirken nur sehr selten mit der normalen Materie, wenn überhaupt, dann nur über die schwache Wechselwirkung. Und es gibt dann das sogenannte WIMP-Miracle oder das WIMP-Wunder. Und zwar ist es so, wenn man sagt, dass diese WIMPs am Anfang des Universums, man sagt, thermisch entstanden sind, also recht natürlich durch die Ausbreitung des Universums, kühlt ja das Universum ab und wir haben mal von Einstein gelernt, Energie ist gleich Masse und wenn etwas kälter wird, hat es weniger Energie. Das heißt also, ich kann nur noch Teilchen erzeugen in diesem Universum, die weniger Masse haben. Und man spricht von einem thermischen Entstehen, wenn dann einfach die mittlere Energiedichte des Universums zu gering ist, um Teilchen der Masse zu erzeugen. Also wenn die so natürlich, sage ich jetzt mal einfach, entstehen, wie das die Theorie vorhersagt, eben thermisch, dann ist die nötige dunkle Materiedichte, wie sie durch den kosmischen Mikrowellenhintergrund eben gezeigt wird, einfach zu erzeugen, wenn wir ein Teilchen haben, das eben auf mit dieser schwachen Wechselwirkung wechselwirkt. Also die Häufigkeit hier der Wechselwirkung in Anführungszeichen, die ist hier schon festgelegt worden. Es gibt auch ein Lieblingsteilchen des Physikers, wie ich es hier mal etwas provokativ nenne, und das ist das sogenannte Neutralino. Vielleicht sollte ich sagen, es war vielleicht das Lieblingsteilchen der Physiker. Vielleicht hat man den Namen schon mal gehört. Es kommt daher, in der Teilchenphysik gab es eine Hypothese, dass zu jedem uns bekannten Teilchen es noch ein sogenanntes supersymmetrisches Partnerteilchen gibt. Ja? Das ist die sogenannte Supersymmetrie-Theorie. Und die sagt, dass diese supersymmetrischen Teilchen viel, viel schwerer sind als die, die wir jetzt kennen. Deswegen haben wir die bis heute noch nicht in Experimenten sehen können. Das heißt, wir kennen einen Teil der Welt und dann gibt es diese supersymmetrischen Partnerteilchen und die können wir noch nicht sehen. Aber mit unseren neuesten Teilchenbeschleunigern, die gebaut werden, sollte man die dann erkennen können. Die Theorien waren sehr populär, aus verschiedenen Gründen. Und in diesen Theorien gibt es eben auch Teilchen, die die dunkle Materie erklären könnten. Wie gesagt, zeitlich kannte man die dunkle Materie schon lange. Das ist ein Problem. Wir wissen nicht, aus welchem Teilchen sie bestehen sollte. Und die Supersymmetrie, die liefert uns eins. Und das populärste von diesen Teilchen, das war das Neutralino. Das ist elektrisch neutral. Das sagt einem der Name schon irgendwie. Es ist nach den Theorien stabil auf kosmologischen Zeitskalen. Das ist recht wichtig, weil wenn das Teilchen nicht stabil ist, ja, also wie zum Beispiel instabile Atomkerne etc., die zerfallen irgendwann. Ja, die würden dann in niedrigere energetische Teilchen zerfallen. Nee, das darf das dunkle Materie-Teilchen nicht. Es gab es am Anfang im Universum, es gibt es immer noch heute und da kann keine hohe Zerfallsrate da sein, sonst würden wir das sofort sehen können in der Entwicklung des Universums. Also auch das erfüllt es, es ist stabil auf kosmologischen Zeitskalen und es hat eine interessante Eigenschaft, es ist nämlich sein eigenes Antiteilchen. Normal gibt es sowas wie Materie und Antimaterie, Teilchen und Antiteilchen. Wenn sich Teilchen und Antiteilchen treffen, dann wandeln die sich um in Energie. Es gibt eine spezielle Kategorie von Teilchen, die sind ihre eigenen Antiteilchen sozusagen. Und dazu gehört eben auch das Neutralino. Das heißt, wenn wir hier zwei dunkle Materieteilchen haben, die jetzt zum Beispiel das Neutralino sind, und die prallen aufeinander, dann erzeugen die einfach Energie. Und aus dieser Energie können dann wieder andere Teilchen entstehen. Was jetzt aber wirklich schön ist, ist, dass das nicht andere dunkle Materieteilchen sind, davon gibt es ja in der Theorie nur eins, sondern es sind in der Regel gewöhnliche Materieteilchen. Und diese gewöhnlichen Materieteilchen, die kann ich jetzt nachweisen. Das heißt, wenn das dunkle Materie aus Teilchen besteht und dieses Teilchen ist zum Beispiel das Neutralino, dann habe ich direkt einen Mechanismus, der mir all diese Mysterien der dunklen Materie erstmal erklärt, aber auch eins, das mir eben zeigt, es gibt gewöhnliche Materie und die kann ich eben messen. Also dunkle Materie trifft aufeinander und erzeugt mir am Ende gewöhnliche Materie. Wie suche ich jetzt danach? Das ist jetzt die Frage. Wie kann ich danach suchen? Also ich könnte nach diesen gewöhnlichen Materie-Sachen suchen. Bevor wir dazu kommen, aber noch was anderes. Es gibt eins, das noch allgemeiner ist, das nicht unbedingt all diese Eigenschaften hier erfordert, des Neutralinos. Und das ist die sogenannte direkte Suche nach dunkler Materie. Was passiert da? Ich habe hier ein dunkles Materieteilchen und ich habe Atomkerne.
Und das basiert jetzt auf dem System, das dunkle Materie-Teilchen trifft Atomkern. Der Atomkern wird gestoßen, wie bei einer Billardkugel in Anführungszeichen. Man nennt das einen elastischen Stoß. Das heißt, er wird nicht zerstört oder so, sondern er wird als Ganzes einfach nur weggedrückt und das dunkle Materie-Teilchen wird auch weggedrückt. Die Richtung der beiden Teilchen ändert sich. Ja? Und was ich jetzt aber nicht messen kann, ist das dunkle Materie-Teilchen. Das merke ich nicht. Aber diesen Rückstoß des Atomkerns, den könnte ich messen. Und diese Detektoren, die das messen, die stehen hier bei uns auf der Erde und die messen sozusagen die dunkle Materie, die auf der Umlaufbahn der Erde um die Sonne ist. Das heißt, die messen jetzt die dunkle Materie, durch die wir uns gerade bewegen. Und die Frage ist halt, wie häufig passiert sowas? Naja, sehr selten, so ein Stoß, weil es muss ja eine Wechselwirkung geben. Also der Rückstoß von Atomkern durch normale Materie ist in der Regel ein großes Problem bei diesen Suchungen. Der passiert nämlich viel häufiger, als dass irgendein dunkle Materie-Teilchen so einen Atomkern stößt. Wie kann man das umgehen? Dazu muss man tief, tief unter die Erde. Warum? Naja, eben diese gewöhnlichen Materiestöße, die passieren zum Beispiel durch natürliche Radioaktivität oder durch die kosmische Strahlung, die aus dem Weltall auf uns trifft. Um sich gegen diese kosmische Strahlung abzuschirmen, geht man eben tief unter die Erde, zum Beispiel hier unter ein Bergmassiv. Da gibt es ein Untergrundlabor in Italien am Gran Sasso oder in eine alte Goldmine. Hier ist eins in den USA, so eine Goldmine gezeigt, in Minnesota, die Sudan-Mine, wo man eben Untergrundlabore aufbaut. Damit schützt man sich vor der kosmischen Strahlung. Das reicht aber noch nicht, weil die natürliche Radioaktivität, die in jedem Material vorhanden ist, die ist immer noch viel, viel häufiger und erzeugt viel häufiger solche Rückstöße als irgendwelche dunkle Materie-Teilchen. Also muss man noch ein bisschen mehr denken. Und hier ist zum Beispiel ein solches Experiment mal gezeigt. Man baut also hier eine komplizierte Abschirmung um das eigentliche Experiment, das hier im Zentrum drin sitzt. Das kann man sehen. Also das ist das eigentliche Experiment, das Material, wo jetzt die Atomrückstöße gezählt werden. Und hier baut man auch nur eine ganz komplizierte Abschirmung drumherum. Und gleichzeitig ist noch das Problem, selbst diese Abschirmung, die jetzt uns von der natürlichen Radioaktivität der verschiedenen Arten schützt, reicht nicht aus. Weil allein die Temperatur in diesen Kristallen, die hier sind, allein die ist viel zu hoch, als dass man jetzt irgendwelche Rückstöße von den Atomkernen wirklich sehen könnte. Deswegen muss der Detektor auch noch extrem gekühlt werden. Ganz, ganz weit runter, sodass dass es keine Vibration in diesen Kristallen gibt. Also wenn ich ihn runtergekühlt habe, dann kann ich eben schauen, okay, sehe ich solche Rückstöße. Das ist jetzt das Crest-Experiment gewesen. Hier gibt es ein anderes Beispiel, das ist momentan die erfolgreichste Kategorie, würde ich sagen, der direkten Suchexperimente. Die verwenden flüssiges Xenon. Hier sieht man den Xenon 1-Tonnen-Detektor. Da ist auch die Uni Münster dran beteiligt und der steht im Gran Sasso Untergrundlabor. Und hier kann man das einmal sehen, hier ist die Elektronik zum Auslesen und so weiter und hier ist der Detektor, das in der Mitte hier, das ist jetzt der Xenon-Tank und da kann man ein bisschen genauer nochmal reinschauen. Was da drin ist, ist flüssiges Xenon und hier oben ist gasförmiges Xenon. Was passiert jetzt? Ein dunkles Materieteilchen kommt hier rein, stößt irgendwie auf einen Kern, ja, und dieser Kern gibt jetzt einen kleinen Rückstoß und bei diesem Rückstoß erzeugt er ein bisschen Licht. Das ist eine Eigenschaft des Xenons. Wenn sich da eine Ladung durchbewegt, erzeugt es ein bisschen Licht. Man nennt das Scintillation. Das heißt, ich sehe hier so ein kleines Signal. Das ist dieses Signal S1. Und gleichzeitig entstehen Elektronen und die driften dann durch ein elektrisches Feld, das man angelegt hat, hier nach oben. Und sobald die auf dieses gasförmige Xenon hier oben treffen, erzeugen die nochmal ganz viel Licht. Und dieses Licht, das wird dann hier oben in solchen Fotozellen, also man nennt die Photomultiplier, also in diesen Lichtdetektoren registriert. Und aus dieser Zeitverlauf zwischen dem ersten und dem zweiten Signal kann man jetzt feststellen, wo das stattgefunden hat, das Signal. Und aus der Lichtverteilung kann man dann auch noch die Energie bestimmen. Das heißt, was man hier machen kann, ist eben diese Sachen zu messen. Das Problem ist eben, dunkle Materie ist sehr, sehr selten. Das heißt, ich muss wirklich aufpassen und die wenigen möglichen Ereignisse, die man hier sieht, sehen können. Bisher hat die direkte Suche leider noch keine signifikanten Entdeckungen gebracht. Die größte Suche hat eben jetzt, oder die sensitivste Suche hat hier das Xenon-1-Tonnen-Experiment gemacht. Das wurde jetzt 2018 publiziert. Hier kann man einmal sehen, was die gemessen haben, in Anführungszeichen, ist folgendes. Das hier ist die Häufigkeit, also man spricht im Wissenschaftsdialekt da über den sogenannten Wirkungsquerschnitt.
brauchen wir uns nicht mehr essen. Das ist im Prinzip die Wahrscheinlichkeit, dass man überhaupt ein dunkle Materie-Teilchen, so einen Atomkern, stößt. Je kleiner das ist, Sie sehen, das sind ganz, ganz kleine Zahlen, desto seltener ist das. Und hier sieht man, das ist eine Funktion der Masse dieses dunklen Materie-Teilchens. Je schwerer das dunkle Materie-Teilchen ist, hat man eine andere Möglichkeit, das zu messen, als wenn es zum Beispiel eine geringere Masse hat. Ich habe jetzt gerade gesagt, es gibt da keine wirkliche Entdeckung. Man hat keinen dieser Rückstöße bisher zuordnen können der dunklen Materie. Also was sind diese ganzen Linien und Farben hier? Naja, diese Linien, die man hier sieht, das ist sozusagen die Linie, dass man sagen muss, also die Wahrscheinlichkeit, dass ein dunkle Materie-Teilchen an einem Atomkern gestoßen ist, muss kleiner sein als diese schwarze Linie. Das heißt, dieser Bereich, der hier unten ist, da kann auch dunkle Materie sein, aber oben drüber, also hier, dass es so häufig ist, das kann nicht passieren. Das sieht jetzt erstmal sehr unverständlich aus, kann ich absolut nachvollziehen. Hier sind noch ein paar andere Experimente, die das auch gemessen haben, zu sehen. Aber für die Physiker, denen hilft das, weil die können das mit ihren Theorien vergleichen. Und wenn jetzt eine Theorie sagt, die dunkle Materie müsste mit diesen Atomen so oft stoßen, also hier zum Beispiel, und hier wäre ein Signal erwartet worden, aber ich weiß, ich habe kein Signal gesehen bis hier unten, dann kann ich diese Theorie ausschließen. Und das ist eigentlich das, was man bei diesen Experimenten hauptsächlich tut. Man schließt sozusagen Theorien aus und hofft, irgendwann mal ein Signal zu sehen. Wenn man kein Signal sieht, dann kann man nur solche Kurven eben einzeichnen und sagen, es muss irgendwo unterhalb diesen Kurven liegen. Dieses Jahr gab es dann allerdings doch noch, jetzt gerade im Oktober 2020, also vor knapp einem Monat, dann doch nochmal etwas Aufregung. Die Messung kam im Juni raus, auch von diesem Xenon-1-Tonnen-Experiment. Und zwar sagen die jetzt hier, was man hier sieht, das sind jetzt Ereignisse, die sie gezählt haben, also Rückstöße von Atomkernen in ihrem Detektor. Aber die meisten dieser Rückstöße, die sind mit dieser roten Linie zu erklären. Die rote Linie zeigt das, was man durch die noch natürliche Radioaktivität und durch andere Untergründe erwartet. Und hier sieht man jetzt zum ersten Mal, diese schwarzen Linien weichen hier ab. Das ist nicht wirklich sonderlich stark zu sehen. Man kann das ausrechnen. Man sagt, das hat eine Signifikanz. Das ist eine Größenordnung, mit der man beschriftet, wie wahrscheinlich das ist. Von 3,5 sogenannten Sigma, das ist die Einheit der Signifikanz hier. Das heißt 3,5 Standardabweichung. Das kann man in eine Wahrscheinlichkeit umrechnen. Ich möchte hier gar nicht so arg in die Technik gehen. Es gab da früher schon immer Probleme bei solchen Sachen, dass immer jemand gesagt hat, oh, ich sehe ein Signal. Und es gibt in der Physik das geschriebene Gesetz, sage ich jetzt mal so, dass man niemals behauptet, eine Entdeckung zu machen, wenn man nicht mindestens 5 Sigma entfernt ist von der Untergrundsache. Das heißt also, dieses Signal ist nicht stark genug, um zu sagen, das ist eine Entdeckung von dunkler Materie. Es hat auch ein weiteres Problem. Wenn wir uns das anschauen, dass es in einem Energiebereich, also eine Masse dieses dunklen Materie-Teilchens, wäre extrem leicht. Ja? Es wäre also eine sehr, sehr spezielle Art, sogenannte Axionen könnten das zum Beispiel sein. Und die Axionen, das sind Teilchen, die eigentlich keine guten Kandidaten sind. Die sind eigentlich viel zu leicht, die können eigentlich keine gute dunkle Materie abgeben, weil sie nicht wirklich kalt wären. Das gibt also auch Probleme. Also es ist nicht was theoretisch absolut erwartet ist, was nicht heißt, dass es falsch ist, aber das macht schon mal Zweifel. Ein weiteres Problem ist, das hier ist wirklich jetzt kein Rückstoß mehr von Atomkernen, sondern hier werden Elektronen aus der Hülle der Atome gestoßen. Das heißt also, hier werden nicht die Atomkerne gestoßen, sondern die Elektronen. Da gibt es einen Haufen weiterer Effekte, die sehr schwer sind zu berücksichtigen, die man aber sehr genau kennen muss. Sogenannte Screening-Effekte sind das. Die sind sehr, sehr schwer zu verstehen und die Xenon-Kollaboration hat wirklich eine tolle Arbeit hier geleistet, um das wirklich alles haarklein auszumachen. Und die behaupten auch gar nicht, dass das hier ein dunkler Materiesignal ist. Und es ist auf jeden Fall interessant, sowas zu sehen. Ist noch ganz neu. Das wird man auch weiter verfolgen. Meine persönliche Einschätzung ist, dass es wahrscheinlich leider doch wieder ein weiterer Untergrund ist, vielleicht an der Modellierung noch liegt und dass es keine dunkle Materie ist. Weil hier direkt an dem sogenannten, an der Schwellenergie von solchen Detektoren, also ganz am unteren Energiebereich, ist es extrem schwer, den Detektor genau zu kennen. Und auch wenn die Xenon-Kollaboration hier wirklich einen guten Job, in Anführungszeichen, gemacht hat dafür, ist es doch fraglich, ob man das jetzt schon als dunkle Materie interpretieren kann. Haben sie auch nicht gemacht. Ist auf jeden Fall interessant, wird man weiter folgen. Es gibt Pläne, das noch größer zu bauen, das Experiment. Und dann würde man hier eine höhere Signifikanz sehen. Und das wäre interessant, auf jeden Fall das auch zu sehen. Aber bisher keine Ergebnisse. Die Schwierigkeiten eben der direkten Suche sind die sogenannte, ja, in Anführungszeichen, weil es ist nicht wirklich untergrundfrei, aber mit sehr geringem Untergrund. Das heißt, er erwartet ein minimales Signal über einem sehr kleinen Untergrund.
Und das Problem ist, dass es eben seltene radioaktive Zerfälle gibt, die auch Signale auslösen können. Und die werden dann schnell falsch interpretiert als dunkle Materie. Und es gab da immer früher schon Signale, die Kollaboration haben da auch immer gleich darauf hingewiesen, dass es wahrscheinlich nicht unbedingt ein dunkles Materiesignal ist, aber was auch immer viel Sache gemacht hat. Und all diese Signale von den verschiedenen Experimenten, die sind heute eigentlich ausgeschlossen. Meistens übrigens durch die eigene Arbeitsgruppe. Also es ist jetzt nicht, dass sie gesagt haben, hier ist dunkle Materie. Die allermeisten sagen, da ist ein Signal, aber da sind wir uns doch nicht sicher. Und in nachfolgenden Experimenten ist das nicht gesehen. Und das ist jetzt eben auch diese Frage von dem, was ich eben gezeigt habe, wird sich das bestätigen lassen oder wird man irgendwann doch rausfinden, okay, da scheint doch irgendwas im Detektor eher dafür verantwortlich gewesen zu sein. Und das ist eben interessant zu sehen in der Zukunft. Ein Ausweg daraus ist eigentlich nur, wenn es konsistente Ergebnisse zwischen den verschiedenen Experimenten gibt. Also nicht nur in den Xenon-Detektoren, sondern auch in diesen anderen Detektoren, die eben andere Kristalle, andere Materialien verwenden, um Atomrückstöße zu messen. Das ist eine ganz wichtige Sache. Konsistente Ergebnisse zwischen diesen verschiedenen Experimenten sind wichtig. Und gleichzeitig die dunkle Materie, wir bewegen uns dadurch, da gibt es so verschiedene Zeitskalen, die das Signal modulieren sollten. Ja? Das heißt also, es gibt einen Tag-Nacht-Zyklus, weil die Erde rotiert, es gibt einen Jahreszeiten-Zyklus, all die will man sehen. Das Problem bei diesen Sachen ist, wir brauchen sehr, sehr viele Ereignisse, um das sehen zu können. Und dafür braucht man noch viel, viel größere Detektoren. Das heißt, das ist nicht so einfach, diese Modulation sofort erkennen zu können. Eine weitere Möglichkeit wäre, wenn wir die Teilchen direkt in Beschleunigern erzeugen, zum Beispiel nehmen wir dann gewöhnliche Materie, hier als Beispiel jetzt Protonen, die schießt man aufeinander in so einer Maschine, die erzeugen dann Energie und die könnten dann diese dunkle Materie und irgendwelche gewöhnliche Materie zeigen. Die gewöhnliche Materie sehe ich im Detektor und die dunkle Materie nicht, die fliegt ja einfach durch, die wechselwirkt nicht mit meinem Experiment. Da würde dann also einfach Energie fehlen. Nach Newton muss das, was reingeht an Energie, oder auch nach Einstein, was reinkommt als Energie, muss auch wieder rauskommen als Energie. Wenn da so große Energiemengen fehlen würden, dann wäre das ein guter Hinweis, vielleicht auch dunkle Materie auch. Der beste Beschleuniger davon ist der sogenannte Large Hadron Collider, der große Protonenbeschleuniger in Anführungszeichen, am Kernforschungszentrum CERN. Hier sehen wir eine Luftaufnahme davon. Und hier unter der Erde ist irgendwo dieser 27 Kilometer lange Beschleuniger, ringförmig ist er angelegt. Und wenn man da mal ein Bild reinschaut, also tief unter der Erde in so einem Tunnel, das hier ist sind die Magnete des Beschleunigers. Da drin werden die Protonen auf beinahe Lichtgeschwindigkeit beschleunigt und dann an gewissen Punkten zusammengeführt. Die laufen gegenseitig, zwei Strahlen herum, immer in so Paketen. Und diese Teilchenpakete werden dann aufeinander geschossen. Und um diese Kollisionspunkte sind große Detektoren gebaut. Hier sieht man mal den Atlas-Detektor, das sind die Magnete des Atlas-Detektors, während er im Aufbau war. Oder hier der CMS-Detektor. Das sind wirklich große, gewaltige Detektoren, die dann die Teilchen registrieren, die bei diesen Kollisionen aufeinandertreffen. Hier auch nochmal eine kleine Schemazeichnung des Atlas-Detektors. Da sind ganz viele verschiedene Detektoren, die in solche, ja, wie in so einem Schalen System umeinander herum angeordnet sind, um eben die einzelnen Teilchen nachweisen zu können. Das ist also sozusagen das beste Mikroskop der Welt. Damit kann man die subatomare Welt, also die Welt der Elementarteilchen, untersuchen. Die Dinger sind wirklich riesig. Man kann es hier sehen, 25 Meter hoch, 46 Meter lang. Hier im Vergleich ist maßstabsgerecht so ein Tyrannosaurus Rex gezeichnet. Wenn Sie mal bei uns im Museum waren und das Skelett gesehen haben, dann wissen Sie, wie groß der eigentlich ist. Und dann können Sie sich vorstellen, wie gewaltig dieser Detektor ist. Der Large Hadron Collider untersucht eben, oder die Detektoren daran, die untersuchen das Standardmodell der Elementarteilchen. Und die haben auch nach dunkler Materie gesucht, als eine Möglichkeit eben, und man hat lange Zeit gehofft, das Neutralino, wenn es denn die Supersymmetrie gibt, irgendwelche Hinweise darauf hier zu finden, bis heute leider nicht. Das ist allerdings sehr wichtig, weil diese Teilchenbeschleuniger, die würden uns sehr, sehr viel sofort über dieses mögliche dunkle Materie-Teilchen verraten. Und dann könnte man eben mit gezielten Experimenten in diesen anderen direkten Suchen oder mit Teleskopen danach gucken. Die direkten Suchen waren also nicht erfolgreich. Was gibt es noch? Es gibt noch die indirekte Suche. Und in dem Fall habe ich ja schon erwähnt, dunkle Materie, wenn es denn so ein Neutralino ist oder so weiter, das kann annihilieren, das stößt zusammen, vernichtet sich und erzeugt gewöhnliche Materie. Und bei der gewöhnlichen Materie kann es entweder Materie- und Antimaterie-Teilchen erzeugen, ja, das muss es immer, weil wenn es nur Energie am Anfang war, müssen alle Erhaltungsgrößen danach auch wieder erhalten sein. Das heißt, es kann immer nur Materie und Antimaterie in Sachen erzeugen. Beispiel wäre hier ein Elektron und ein Positron. Oder aber es kann auch Licht erzeugen, also sogenannte Photonen, Lichtteilchen. Und Photonen können wir leicht nachweisen. Und
weil diese Teilchen hier sehr massereich sind und hier viel Energie zur Verfügung steht, werden diese Photonen im hochenergetischen Bereich. Und je nachdem, was für eine Energie dieses Photon hat, nennt man es unterschiedlich. Also im niederenergetischen Bereich sind es Radiowellen, dann kommt die Mikrowellen, Infrarotstrahlung, das sichtbare Licht, das kennen wir alle. Und dann kommt die UV-Strahlung, ungefähr 1000-mal mehr Energie als das sichtbare Licht haben dann die Röntgenstrahlung. Und bei den ganz hohen Energien, da ist man im Gammastrahlungsbereich. Der Gammastrahlungsbereich geht dann bis zum Milliardenfachen und noch darüber hinaus zum Billionenfachen der Energie des sichtbaren Lichts. Und man würde jetzt, wenn man die verschiedenen Modelle nimmt, erwarten, dass Gammastrahlen sozusagen die Signatur von dunkler Materie zeigen wollten. Und bei Gammastrahlen kann man eben untersuchen, zum Beispiel mit dem Fermi-Satelliten, hier kann man den mal sehen, das ist der Satellit hier, wo er zusammengebaut wird im Labor. Hier sieht man ihn in seiner Startrakete. Hier oben ist sowas, mit dem man die Richtung feststellen kann und mit dem unteren Teil kann man die Energie sozusagen der Gammastrahlung messen und man kann auch feststellen, ob es ein Gammateilchen ist oder Elektronen oder Positronen oder was für eine Art von Teilchen das ist. Des Weiteren gibt es noch andere Möglichkeiten, Gammastrahlung zu messen mit erdgebundenen Teleskopen. Hier sieht man zum Beispiel sogenannte Cherenkov-Teleskope, das sind die Magic-Teleskope auf La Palma oder hier die HESS-Teleskope in Namibia. Auch die können Gammastrahlen sehen, meistens von noch höherer Energie als die von Fermi. Also für die niedrigeren energetischen Gammastrahlen nimmt man sowas wie einen Satelliten und für die noch höhere, da nimmt man solche erdgebundenen Teleskope. Ja, und so sieht unser Himmel aus in Gammastrahlen. Das ist der Gammastrahlenhimmel. Das ist wie der galaktische Koordinaten. Hier diese helle, rote, gelbe Sache. Das ist unsere eigene Galaxie. Und gelb heißt immer ganz viele Gammastrahlen. Blau heißt sehr wenige. Rot ist so irgendwo dazwischen. Und hier können wir jetzt ganz viele lauter Quellen sehen. Das sind alles Gammastrahlenquellen. Allerdings keine dunkle Materiequellen. Die meisten Gammastrahlenquellen sind andere Objekte. Und hier können wir die mal uns anschauen, zum Beispiel Pulsare, schnell rotierende Neutronensterne, das sind große Teilchenbeschleuniger, die erzeugen Gammastrahlen. Supermassereiche schwarze Löcher, in die Materie hineinfällt, die können solche Jets erzeugen und die strahlen ebenfalls ganz, ganz viel Gammastrahlung aus. Man nennt die Blazare oder aktive galaktische Kerne. Und dann gibt es noch Supernova-Überreste zum Beispiel, also die Schockwellen, die nach einer Sternexplosion sich ins umgebende Medium ausbreiten. In diesen Schockwellen, da werden auch Teilchen beschleunigt ganz viel und auch die erzeugen ganz viel Gammastrahlen. All diese Sachen sind für uns natürlich zwar bizarre Objekte, ja, das ist jetzt keine Alltagserfahrung, aber das sind gewöhnliche Sachen. Das können wir recht gut verstehen. Das hat nichts mit dunkler Materie zu tun. Und die allermeisten Gammastrahlenquellen, die gehören zu solchen Kategorien. Da gibt es noch viel, viel mehr davon. Aber ich möchte jetzt alle gar nicht aufzählen, weil eigentlich sprechen wir ja heute über dunkle Materie. Also ist irgendwo in dieser Gammastrahlensache auch Gammastrahlung von dunkler Materie drin? Nach den meisten Theorien sollte es sein. Die Frage, die sich jetzt stellt, wo muss ich denn hingucken, damit ich dunkle Materie sehe? Naja, das ist jetzt hier eine Simulation nach Annahmen von unseren Galaxiemodellen. Wie würde denn die dunkle Materie verteilt sein in unseren Galaxien und wo würden wir welche Galaxienanzahlen sehen und wo gibt es Galaxienhaufen und wie müsste das Gammasignal danach aussehen? Also das stärkste Signal wäre in unserem galaktischen Zentrum und dann sehen wir aber auch hier viele extragalaktische Punkte, das sind meistens andere Galaxiencluster oder sowas. Die Beobachtungsziele kann man jetzt in drei gute Sachen eigentlich einteilen. Einmal Galaxiencluster, hatten wir schon gehört, diese Galaxienhaufen, die haben viel dunkle Materie, da kann man gucken. Zwerggalaxien, das sind kleine Galaxien, die um unsere Milchstraße herum kreisen. Da sind hier in diesem Bild zwei Vertreter gezeigt. Einmal hier so eine schön bunte, die meine ich aber nicht. Für dunkle Materie sind die hier interessant, die man eigentlich gar nicht richtig erkennt. Die haben nur wenige Sterne, aber aus der Geschwindigkeit der Sterne weiß man, dass die sehr viel dunkle Materie enthalten müssen. Und dann gibt es natürlich noch das galaktische Zentrum. Die Frage ist jetzt, welches ist das Beste von diesen Objekten? Ich werde es schon mal verraten, es sind die Zwerggalaxien. Das liegt einfach daran, Zwerggalaxien sind sozusagen arm an anderen Gammastrahlenquellen. Da gibt es keine Pulsare drin, keine schwarzen Löcher und auch keine Supernova-Überreste. Die haben nämlich nur ganz wenige Sterne noch, wo die alte Sterne auch sind. Das heißt, hier erwarte ich eigentlich keine Gammastrahlenquellen drin. In Galaxienhaufen sind AGNs drin, also die supermassereichen schwarzen Löcher, die eben Gammastrahlen erzeugen und ganz viele andere Sachen, die auch Gammastrahlen erzeugen könnten. Und das sind sozusagen auch Hintergrundquellen. Und in unserer Galaxie, ja, da gibt es eben auch ganz, ganz viele
von diesen anderen Objekten. Das heißt also, das dunkle Materiesignal ist nur ein kleiner Anteil von dem, was eigentlich on top der ganzen anderen Gammastrahlenquellen ist. Nichtsdestotrotz gab es bei Fermi natürlich sofort ein paar, die gesagt haben, oh, hier, wir gucken mal ins galaktische Zentrum. Und was sie gemacht haben, ist Folgendes. Das hier ist jetzt die Karte, alle Gammastrahlen vom galaktischen Zentrum, also hier ist das galaktische Zentrum, zu sehen. Und dann ziehen sie all die bekannten Quellen ab. Und was dann übrig bleibt, ist hier im Zentrum der Galaxie, nicht ganz, ein bisschen weiter daneben, ist hier ein sogenannter Überschuss an Gammastrahlung, den man nicht erklären kann. Dann gab es ja hier einige Gruppen, Hooper et al. Und so weiter, die sofort gesagt haben, das ist dunkle Materie. Gut, es ist möglich, dass es dunkle Materie ist, aber es gibt eben auch ganz, ganz viele andere Quellen, die das erklären könnten. Und eine davon ist eine besondere Art von Pulsaren, wo wir wissen, dass da viele sind, die könnte das ebenfalls erklären. Wie kann man jetzt feststellen, ob das wirklich dunkle Materie ist oder nicht? Naja, man vergleicht die Behauptung, dass hier wäre ein Signal von dunkler Materie mit anderen Sachen, zum Beispiel mit diesen Zwerggalaxien. Wenn das hier dunkle Materie ist, kann man das umrechnen in ein Signal, was man von diesen Zwerggalaxien erwarten würde. Das ist recht ist möglich und das wurde natürlich auch gemacht und das sieht man in diesem jetzigen Graph. Hier sieht man wieder die Wahrscheinlichkeit, dass dunkle Materie sozusagen Photonen erzeugt, in Abhängigkeit der Masse dieser dunkle Materie, also wie viel Masse das Teilchen hat. Und was uns jetzt eigentlich nur interessiert, ist diese blaue Kurve. Diese blaue Kurve ist aus den Fermi-Daten von 6 Jahren von diesen Zwerggalaxien, da wurden mehrere von beobachtet, mehrere Zwerggalaxien, das wurde dann kombiniert und man hat gesehen, man hat kein Signal gesehen und hat, weil man kein Signal gesehen hat, okay, dunkle Materie muss seltener als diese blaue Linie hier wechselwirken. Und wenn man jetzt die ganzen anderen Messungen, hier sind ein paar nur als Auswahl gezeigt, nimmt, die es zu dem Zeitpunkt gab für das Zentrum der Galaxie, dann sieht man eben, die liegen alle über dieser Linie. Und die blaue Linie sagt uns, in einem sehr klaren Zustand dieser Zwerggalaxien, wo es eben keine Hintergrundquellen gibt in Gammastrahlen, die sagt uns, nein, dunkle Materie muss eigentlich seltener wechselwirken. Das heißt, diese Behauptung, das Zentrum unserer Milchstraße, das wäre ein dunkles Materiesignal in Gammastrahlen, das ist doch auf recht dünnem Eis. Hier gibt es dann doch massive Konflikte, würde ich sagen, oder nein, nicht massive, aber hier gibt es schon einiges an Konflikt mit zu den Ergebnissen der Sache. Wie gesagt, um das noch weiter zu verbessern, gibt es jetzt weitere Bestrebungen. Hier hat man ganz viele verschiedene Experimente genommen, nicht nur Fermi, sondern auch andere Experimente, die andere die gleichen Zwerggalaxien angeschaut hat. Und man versucht das jetzt gerade hier zu kombinieren und dadurch noch bessere Limits auszurechnen. Man hat kein Signal gesehen, dass das dann noch weiter einschränkt und noch stringentere, sagt man, Limits an die dunkle Materie setzt, dass diese Gammastrahlensignale wirklich dunkle Materie sein können. Das war gerade letztes Jahr im Sommer präsentiert worden. Ist hier noch ein vorläufiges Ergebnis, das ist noch nicht publiziert. Also Gammastrahlen leider bisher auch kein Signal von dunkler Materie. Das Letzte, was ich jetzt noch kurz erwähnen möchte, ist einmal, was passiert denn, wenn ich dunkle Materie, wenn es kein Photon erzeugt, sondern Materie und Antimaterie. Auch da gibt es Experimente dazu. Das bekannteste ist wahrscheinlich das Alpha-Magnetische Spektrometer, EMS, an der Internationalen Raumstation ISS. Hier kann man das sehen. Da sitzt der Detektor auf der ISS und fliegt hier rum. Hier ist noch das Space Shuttle, das ihn montiert hat, zu sehen. Das ist ein Experiment, das recht kompliziert aufgebaut ist, aus ganz vielen verschiedenen Detektoren. Im Endeffekt, was es tut, ist, es misst über die Nachweise der einzelnen Teilchen, was für Spuren die in den einzelnen Bereichen des Detektors hinterlässt, kann es eben die Teilchen identifizieren und gleichzeitig kann es auch ihre Energie messen. Also wie immer, man will wissen, was es für ein Teilchen ist und welche Energie es hat und daraus kann es dann Informationen ableiten. Eine weitere Kategorie davon ist das Dumper-Experiment, Dark Matter Particle Explorer. Das ist wirklich gebaut worden, um dunkle Materie zu finden oder hauptsächlich das andere. Die messen auch immer noch andere Sachen, aber eben hier war der Fokus eigentlich um dunkle Materie. Das war ein chinesisches Projekt, sehr ähnlich wie Fermi aufgebaut, auch wieder so ein Satellit. Allerdings mit ein bisschen anderen Fokus. Während Fermi sehr genau messen möchte, die Richtung und so weiter, ist hier vor allem der untere Detektor auch sehr wichtig, wo man eben eine sehr, sehr große Energiemessung vornehmen kann, um sehr genau die Energie zu messen. Und man möchte damit auch Elektronen und Positronen eher messen und nicht nur Gammas. Fermi kann auch Elektronen und Positronen messen, ist ein bisschen schwieriger. Warum will man Elektronen und Positronen messen? Naja, Elektronen und Positronen, das ist Materie und Antimaterie. Und die erste Messung, die es gibt, man schaut sich dann
eigentlich an, all diese Experimente, schauen sich das Verhältnis von Positronen zu Elektronen an. Ja? Und was man eigentlich erwarten würde, ist, dass es konstant ist und entsprechend der Propagation, nennt man das, also wie sich die Positronen und Elektronen so durch unsere Galaxie bewegen, sollte das abnehmen. Also im Prinzip erwartet man hier diese gelblich-orangene Linie. Ja. Und was haben die ganzen Experimente gemessen? Die messen alle eine Abweichung davon. Das heißt, bei höheren Energien gibt es plötzlich mehr Positronen als Elektronen, als das Modell hier das erwartet. Den genauen Verlauf brauchen wir jetzt hier nicht uns anschauen, es geht einfach nur darum, erwartet wurde von der Theorie diese gelbe Linie und was man sieht hier, das Verhältnis ändert sich. Und zwar, dass es mehr Positronen gibt. Das heißt, irgendetwas muss Positronen in unserer Nachbarschaft erzeugen. Fermi hat das gemessen, AMS hat das gemessen. Die stimmen nicht so gut überein, die Experimente. Eine mögliche Erklärung ist, dass es ein Pulsar ist, weil Pulsare erzeugen viele Positronen- und Elektronenpaare, dass es ein naher Pulsar war. Geminga wäre eine Möglichkeit. Gibt noch ein paar andere, die in der Nähe wären. Es könnte also ein Pulsar sein. Es gibt auch ein paar neuere Messungen noch, die sind aber noch nicht komplett veröffentlicht, aber wurden auch schon präsentiert, die sagen, es müssen mindestens zwei sein. Da ist man sich noch nicht ganz klar. Was Dampi-Experiment jetzt behauptet hat, ist, und das sieht man hier, sieht man noch so einen Peak, da gab es dann die Interpretation, oh, das hier, das ist eine Signatur von dunkler Materie, weil so eine Peak, wie man hier sieht, also ein Ausreißer, das könnte eine sogenannte Linienemission sein, das wäre ein sehr typisches Charakteristika von dunkler Materie. Sie haben da recht viele Interpretationen auch dazu geschrieben, aber das war von 2018, da wurde nachgemessen, man hat davon jetzt aber nichts weiter gehört, es gibt da keine neuen Daten dazu, die anderen Experimente haben das alle nicht gesehen. Das ist wahrscheinlich auch eher ein Effekt, die Signifikanz, auch hier wieder nur 3 Sigma, also 5 wäre nötig, um was zu behaupten. 3 ist immer so eine Sache, in der Regel verschwinden die Signale wieder. Auf jeden Fall ist es noch nicht über 5 gegangen, sonst hätten sie bestimmt diese Sache jetzt 2020 mittlerweile neu gemacht. Ist nicht der Fall. Das heißt, hier sehen wir auch sowas. Wir sehen dieses stärkere Positronenverhältnis. Also es gibt mehr Positronen. Das wäre möglich, dass sowas mit dunkler Materie zu erklären wäre. Wahrscheinlich ist aber auch hier wieder, dass es eher eine gewöhnliche Quelle wie ein Pulsar ist, der das auslöst. Also auch hier bis heute noch keine Möglichkeit. Aber auch das zeigt wieder, es gibt ganz viele Möglichkeiten, nach diesen Zeichen der dunklen Materie zu suchen. Wie gesagt, im Moment sagen wir eher dunkle Materie. Das scheint unsere Positronenquelle zu sein und nicht, dass das ein Zeichen für dunkle Materie ist. Wie sieht die Aussicht für die Zukunft aus? Ja, wir haben jetzt gesehen, es gibt ziemlich viele Methoden, aber so richtig erfolgreich war bis heute keine. Nun, es gibt immer wieder solche Einzelentdeckungen, ja, dass jemand ein kleines, statistisch noch nicht ganz signifikantes Signal sieht und sagt, oh, das ist so. Die sind allerdings recht wenig überzeugend. Im Prinzip sind die grundsätzlich erstmal kritisch zu betrachten, auch wie zum Beispiel dieser dunkle Materie verursachen oder dieser Gammastrahlungsüberschuss aus dem Zentrum unserer Galaxie, der vielleicht von der dunklen Materie verursacht wurde. Da muss man wirklich sehr kritisch das betrachten, das macht eigentlich auch die Wissenschaftscommunity und schaut sich das ganz genau an. Wichtig wäre, um wirklich sagen zu können, das ist dunkle Materie, dann würde man ein konsistentes Signal in verschiedenen Detektoren erwarten. Und wir würden auch erwarten, dass die einzelnen verschiedenen astrophysikalischen Quellen die richtigen Signale in der richtigen relativen Stärke zeigen. Also dass die Galaxiencluster, die Zwerggalaxien und die anderen das uns auch zeigen. Und wir hoffen immer noch, auch wenn bisher der LHC leider noch nichts gefunden hat, dass doch wir auch dunkle Materie-Teilchen im Beschleuniger-Experiment irgendwann erzeugen können. Weil nur wenn wir sie wirklich auch so erzeugen könnten, dann würden wir sehr, sehr viel über die Eigenschaften der dunklen Materie wirklich lernen. Viel mehr als noch über diese indirekten Suchen, die wir machen könnten. Nichtsdestotrotz sind auch die indirekten Suchen sehr, sehr wichtig, denn nur über die indirekte Suche kann man die Verteilung der dunklen Materie im Universum wirklich überprüfen und schauen, stimmt denn die Verteilung, die wir so annehmen, auch in anderen Galaxien oder sind wir in einer speziellen Umgebung hier mit unserer Erde? Also auch das ist eine wichtige Sache. Und ein wichtiger Punkt ist einfach, man muss all diese verschiedenen Experimente benutzen, um wirklich etwas über dunkle Materie zu lernen. Die letzte Folie jetzt, das ist die Zusammenfassung. Also ich hoffe, ich konnte ein bisschen zeigen, dass die dunkle Materie wirklich maßgeblich die Entwicklung unseres Universums bestimmt hat und sehr, sehr wichtig für uns ist. Wir wissen noch nicht genau, was sie ist, aber wir arbeiten daran.
Viele Theorien können mit den Messergebnissen, die mittlerweile aufgestellt wurden, auch ausgeschlossen worden sein. Und es führt auch ein bisschen manchmal zu einer Art Verzweiflung, dass man eben nicht sowas wie die Supersymmetrie direkt gefunden hat oder so. Was wir auf jeden Fall auch wissen, ist, es muss eine kalte, dunkle Materie sein. Also Neutrinos und so weiter, das funktioniert nicht. Gleichzeitig ist es eben schwierig, es weiter einzugrenzen. Da wir noch keine Hinweise auf neue Teilchenarten vom LHC haben, muss man eben auf einem breit aufgestellten Bereich weitersuchen. Und einer der Wege ist sicherlich auch der, dass man zu immer größeren Detektoren voranschreiten muss, um eben immer noch zu gucken, noch seltenere Ereignisse, also wo man einfach noch mehr Teilchen braucht, die vielleicht angestoßen werden könnten, hat, um eben in der zu hoffen, dass man irgendwann dann doch das dunkle Materiesignal konsistent sieht. Und dazu ist eben diese breite Aufstellung mit ganz, ganz vielen verschiedenen Experimenten wirklich wichtig. Die Suche nach der dunklen Materie ist sicherlich eines der ganz, ganz großen wissenschaftlichen Betätigungsfelder unseres Jahrhunderts jetzt. Und wer auch immer es findet, dem ist der Nobelpreis ganz sicher gewiss. Und natürlich auch die Verewigung in den Geschichtsbüchern. Ja, ich hoffe, Ihnen hat der Vortrag gefallen. War ein bisschen länger als eigentlich geplant, aber wir haben jetzt trotzdem noch ein bisschen Zeit zu fragen. Also wenn Fragen sind, dann werden die jetzt natürlich noch gerne beantwortet. Ja, vielen Dank. War ein super Vortrag. Also ich fand es extrem gut zusammengestellt, aber wie ich es fand, ist ja nicht so wichtig. Wie Sie es fanden, ist wichtig. Und wenn Sie Fragen haben oder Kommentare, schreiben Sie gerne in den Chat. Und wir schauen jetzt mal, was da schon an Fragen war. Ich mache das direkt nochmal auf. Also ganz zu Anfang gab es die Frage, woraus dunkle Materie eigentlich besteht. Aber das war ganz zu Anfang und darauf sind wir dann ja im Laufe des Vortrags eingegangen. Wir haben gelernt, man weiß es nicht. Es gibt verschiedene Ideen. Wir haben erfahren, wie man dem auf die Schliche kommen will. Aber was es ist, keine Ahnung. Lohnt es sich zu spekulieren? Lohnt es sich, wenn ich jetzt fragen würde zum Beispiel, angenommen, wir wären jetzt schon im Jahr 2030, Corona wäre längst vorbei und wir würden zurückblicken und sagen, ja, damals im Jahr 2020 hatten wir noch keine Ahnung, aber wir wussten ja nicht, was dann ein Jahr später entdeckt werden würde oder so ähnlich. Also lohnt sich die Frage, was würdest du erwarten, so rein persönlich, wenn man demnächst entdeckt, in 5 Jahren, in 10 Jahren, was das Wahrscheinlichste ist, was es sein könnte? Es wird immer schwieriger, muss ich sagen. Also lange Zeit war man, deswegen habe ich das auch so genannt, dass Physikers Lieblings, das Neutralino. Lange Zeit hat man einfach auf die Supersymmetrie gehofft. Das war eine große Motivation, auch für den LHC zu bauen natürlich. Das ist einfach eine schöne Sache. Das hätte viele unserer Probleme in der Teilchenphysik gelöst, in der dunklen Materie. Das Problem ist, der LHC ist so erfolgreich im Ausschließen des gesamten einfach anzunehmenden Parameterraums, dass es echt immer schwieriger wird. Was nicht heißt, dass es keine Supersymmetrie gibt. Sie kann einfach bei noch höheren Energien liegen. Aber es ist schwer zu sagen. Es gibt auch immer mehr Stimmen, die sagen, naja, wenn wir Pech haben, dann ist die dunkle Materie gar nicht nachweisbar. Dann wirkt sie wirklich nur gravitativ. Dann hat sie diese schwache Wechselwirkung halt nicht. Und dann können wir sie gar nicht nachweisen. Damit wären wir dann fast an dem Punkt, was jetzt im Vortrag gar nicht vorkam, was auch vielleicht okay ist, dass es ja Menschen gibt, die sagen, dunkle Materie ist gar nicht real. Dunkle Materie, also nicht nur Menschen, auch Wissenschaftler natürlich, Wissenschaftler sind auch nur Menschen, aber Wissenschaftler, die sagen, dunkle Materie ist gar nicht real, das ist nur ein Trugschluss, dass es überhaupt etwas Substanzhaftes, ein Teilchen oder etwas ähnliches, noch nicht entdecktes Teilchen ist, sondern das ist eine ganz andere, eine Fehlinterpretation des Gravitationsgesetzes. Viele andere sagen, verrückte Idee, aber sollen wir dazu kurz noch was sagen? Oder? Ja, die Theorie gab es ja früher schon manchmal. Das war diese MOND-Theorien, also die Modified Newtonian Dynamics, die das ursprünglich hatten. Der Bullet Cluster lässt sich von denen eigentlich nicht erklären. Die haben zwar versucht, jetzt mit zig Klimmzügen doch nochmal was zu machen, aber die ganzen Theorien sind an sich, haben schon ein Problem, dass sie Inkonsistenzen sich selbst erzeugen. Das heißt also, dass sie in sich selbst geschlossen schon Widersprüche teilweise haben. Und sie können eigentlich diese Sachen nicht erklären. Der Bullet Cluster war ja auch nur das erste. Mittlerweile sind mehr als 70 Cluster untersucht worden. Und ich glaube, in 10 hat man das wirklich astrein nachweisen können, wie beim Bullet Cluster. Also das ist nicht eine Einzelsache. Das ist sehr, sehr schwer zu sagen. Dass es so ein ganz neutrales Teilchen gibt, das ist durchaus möglich, das nur gravitativ wechselwirkt.
Aber dass es irgendwas sein muss, das sieht man auch wirklich an der Mikrowellenhintergrundstrahlung. Also das ist bei mir so die Sache, das wurde mit ganz vielen Experimenten gemessen, in der Präzision, die bei den anderen einfach noch fehlt auch teilweise. Und das ist eigentlich was man nicht wegdiskutieren kann. Mhm. Also dieses Feintuning ist eigentlich nicht möglich. Um zu sagen, dass da gibt es keine dunkle Materie, das ist alles falsch, das ist doch sehr, sehr schwer. Mhm. Aber was es genau ist, das kann auch recht lange dauern, leider. Hätte man gefragt, bevor der LHC gestartet ist, hätte wahrscheinlich 99,99% aller Physiker gesagt, Supersymmetrie. Ja. Aber ja, das Universum ist halt, wie es ist und nicht so, wie wir es uns gerne vorstellen. Und Theorien müssen wir prüfen und insofern bleibt das erstmal drauf. Es war noch eine sehr gute Frage im Chat, und zwar, ob es Nachweise gibt, dass die dunkle Materie, wie gesagt, wirklich überall um uns herum ist, also auch hier im Planetarium, bei Ihnen zu Hause, im Wohnzimmer und so weiter, sondern sozusagen, die Frage ist von Humboso007, gibt es Nachweise, dass dunkle Materie überall um uns herum ist? Sie ist ja anscheinend nicht gleich verteilt, sondern irgendwie in Haarlos konzentriert. Haben wir ja auch gesehen, die Simulation im Zentrum der Milchstraße konzentriert. Genau. Und sozusagen, also gibt es Nachweise? Oder warum nimmt man an, dass dunkle Materie auch hier bei uns sein müsste? Also es fängt eigentlich damit an, dass Vera Rubin die Rotationskurve gemessen hat. Und über diese Rotationskurven kann man bestimmen, wie die dunkle Materie verteilt sein muss. Und die heutige beste Annahme ist das NFW-Profil, also nach Navarro, Frank und White, drei Physikern wahrscheinlich, benanntes Profil, das man heute meistens annimmt. Ganz genau weiß man es nicht. Aber es ist so, die dunkle Materie, die bildet zwar solche Halos, diese Halos sind aber wirklich riesig. Die gehen weit noch über die sichtbare Materie hinaus. Und das ist eine recht sanfte Sache. Es kann natürlich sein, dass da drin Klumpen herrschen. Mhm. Da gibt es verschiedene Theorien dazu. Man sieht das auch in den Simulationen, die zum Beispiel unsere Milchstraße machen. Da sieht man mehr klumpige Struktur. Das ist eine Diskussion unter den Fachleuten, wie klumpig ist es denn jetzt? Aber wir können davon ausgehen, dass es überall ist. Mhm. Ob die Konzentration jetzt hier bei uns gerade auf der Erde so groß ist wie überall anders oder ob es nicht irgendwo vielleicht doch klumpigere Ansammlungen gibt, das hängt jetzt ein bisschen mehr von den Theorien ab. Ich sag mal so, da gab es immer wieder auch Unterschiede in der Wissenschaftsgemeinschaft, wie das bewertet wurde. Es hieß dann mal plötzlich, dass die ganzen unbekannten Gamma-Quellen aufkamen mit den Cherenkov-Teleskopen, hieß auch, sind das vielleicht alles dunkle Materieklumpen, die da strahlen, weil man erstmal das nicht wusste. Die meisten davon sind heute allerdings bekannt. Man hat dann später andere Quellen gefunden, die das erklären können. Also ich würde wahrscheinlich auch eher darauf setzen, dass es wahrscheinlich eine gleichmäßigere Verteilung ist. Aber klar, solange wir da nicht dunkle Materie wirklich sehen und das nicht genau ausmessen, können wir über diese gesamten ganz kleinen Strukturen recht wenig sagen. Aber von der Natur aus, so wie wir das sehen und wie wir es bei den Rotationskurven sehen, scheint das doch sehr gleichmäßig verteilt zu sein, zumindest in unserer Entfernung. Ja, also auf der Erde hat man, muss man festhalten, noch nie dunkle Materie nachgewiesen. Nein. Im Sonnensystem auch nicht direkt, aber man weiß eben, dass es in äußeren Bereichen von Galaxien dunkle Materie geben muss, auch im äußeren Bereich unserer Galaxiesystem nach. Und von daher, irgendwas muss hier sein. Nur wir wissen nicht, wie viel genau. Ne? Wir können jetzt nicht sagen, wie viele dunkle Materieteilchen bei Ihnen im Wohnzimmer gerade sind, aber dass da welche sind, können wir davon ausgehen. Also wir wissen zum Beispiel auch, dass es im Kern der Sonne deutlich mehr dunkle Materie geben muss als bei uns hier auf der Erde. Auch das ist eine Sache, so lokale Sachen gibt es schon. Also dunkle Materie ist immer dort am meisten, wo die meiste Masse ist. Das ist einfach so. Sie erzeugt die Strukturen dort, wo sie am stärksten konzentriert ist. Das heißt, da, wo die Sonne sitzt, ist auch die meiste dunkle Materie. Es gibt ganz viele Experimente, ich konnte, wie gesagt, nicht alles zusammenfassen, die auch nach dunkler Materie-Signalen, Neutrino-Signalen oder Gamma ist schwer, weil da gibt es genug anderes, aber nach Neutrino-Signalen oder Abweichungen aus der Sonne suchen. Da ist auch bis heute nichts gefunden worden, natürlich. Aber in unserem Sonnensystem wäre in der Sonne das stärkste Signal zu erwarten. Aber natürlich auch ganz viele Signale von anderen Prozessen, insofern auch wieder nicht gerade einfach. Und deswegen ist die Suche mit diesen direkten Sachen auf der Erde ganz gut. Hat man natürlich noch nicht gesehen. Kann auch noch recht lange dauern. Das ist nicht so einfach. Man stößt irgendwann dann auch an das Limit, was man auf der Erde machen kann. Das liegt einfach an der Neutrino-Emission der Sonne, die verhindert irgendwann, dass diese Rückstoßexperimente noch weiter sensitiv werden können. Also da gibt es wirklich ein hartes Limit. Man kann das nicht beliebig weiterführen. Und wir sind da schon wirklich nicht mehr allzu weit davon entfernt. Also es geht noch ein bisschen, aber irgendwann kann man diese Methodik nicht mehr einsetzen. Ja.
Also, wir fassen zusammen, es gibt noch viel zu erforschen, aber die Antworten können wir noch nicht präsentieren. Weitere Fragen haben wir nicht im Chat. Nur viel Lob, komplexe Sachverhalte verständlich erklärt, schreibt Volker Niesing. Oder auch sehr guter Vortrag, gerne mal mehr zur Supersymmetrie. Vielleicht machen wir darüber mal einen Vortrag, nur über Supersymmetrie. Das könnte man auch mal machen. Genau. Ist dann aber sehr speziell natürlich. Also schauen wir mal, wie lange wir noch wegen Corona geschlossen sind und wie viele Vorträge wir hier noch präsentieren werden. Vielleicht kommen wir noch dazu. Irgendwann kommen wir bestimmt dazu. Ja, dann sage ich nochmal vielen Dank für den Vortrag. Der wird hier auch online abrufbar bleiben fürs Archiv, wer später nochmal reinhören will. Denn das war schon eine großartige Zusammenfassung, finde ich. Und dann will ich zum Abschluss noch eben kurz darauf hinweisen, wie gesagt, wir machen weiter. Es gibt auch nächste und übernächste Woche und so fort wieder einen Online-Vortrag bei uns. Die genaue Liste werde ich ganz am Ende gleich nochmal einblenden, aber ich will vorweg sagen, nächste Woche haben wir etwas Besonderes hier. Sie erinnern sich vielleicht noch an das Bild, das erste Bild eines schwarzen Lochs, was letztes Jahr durch die Presse ging. Dieser Lichtring quasi fast schon mystisch wirkend, jetzt auch auf vielen T-Shirts zu finden und so weiter inzwischen. Dieses Bild eines schwarzen Lochs, das natürlich nicht das schwarze Loch selbst zeigt, sondern die Materie und die Lichtemission um das schwarze Loch herum. Eine großartige Leistung der Wissenschaft. Und den Fotograf zum Bild, in großen Anführungszeichen, denn natürlich ist es kein einfaches Foto, sondern die Visualisierung einer komplizierten Messung. Aber wenn man so will, den Fotografen, Professor Heino Falke, den Leiter der Arbeitsgruppe nämlich, so musste man das ordentlich sagen, der ist nächste Woche nicht hier bei uns, geht nicht wegen Corona, eigentlich wollte er persönlich hier sein, aber er wird dann am 26. Donnerstag, dem 26. November hier bei uns im Livestream einen Vortrag halten über das Thema Licht im Dunkeln, also eben das Bild des schwarzen Loches, das Bild in Anführungszeichen, die Messung, die uns zum ersten Mal die Umgebung eines schwarzen Lochs zeigt und diesen Ereignishorizont präsentiert und so weiter. Und danach wird es dann weitergehen am 1. Dezember mit einem Vortrag wieder ein bisschen allgemeiner zur Übersicht, die Geschichte des Universums, des Lebens und des ganzen Rests, könnte man sagen, um einen bekannten Roman zu zitieren, die Geschichte des Universums vom Urknall zum Menschen, die Frage, woher kommen wir Menschen? Wir kommen, naja, von unseren Eltern, okay, irgendwo von der Entstehung des Lebens, von den Affen, von den Dinosauriern, nein, das nicht. Letztlich kommen wir aus dem Urknall. Also da wird es um einen Gang durch die Geschichte gehen, vom Urknall bis zum Menschen. Und am 8. Dezember, eigentlich sollte dann hier eine astronomische Vorschau auf das ganze kommende Jahr stattfinden. Solange wir geschlossen sind, geht das nicht. Alternativ werden wir wahrscheinlich einen Vortrag anbieten über Entfernungsmessung im Weltraum. Seien Sie wieder dabei. Hat mich gefreut, dass Sie heute dabei waren. Und wenn Sie wieder reinschauen möchten, wie gesagt, dann blende ich jetzt ganz zum Abschluss gleich noch einmal die Liste der drei kommenden Vorträge ein. Vielen Dank, Tobias. Und gerne an Sie alle, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Schönen Abend.